Hallo! Nein, warte, ich bin nicht so weit. Das ist Überforderung. Wir sind aber schon live. Okay, geil. Glaube ich. Ja, Also sollten wir sein. Moment, ich sehe es jetzt gleich, ob wir live sind. Ich sehe, ich kann mich dann endlich auf Twitch sehen. Bei mir lädt's noch, bei mir lädt's noch, bei mir lädt's noch. Ja, Ja. oh krass, ja. Sind wir da? Bei mir, ich sehe nämlich nichts. Ja. Und. Ja, ich sehe das, dass wir schön verzögert, aber es kann ja auch an mir selber liegen. Das liegt ja bestimmt an meiner Übertragungsrate Ja. oder so. Scheint zu klappen. Ja, wir müssen die Daumen drücken, dass das Internet hier hält. Aber Echt? es wird schon. Wir drücken uns, das Internet hält und ich gucke immer brav auf Chatty. Und außer uns ist ja momentan eh keiner da. Das stimmt, deswegen höre ich mal kurz rein. Ob man uns beide hört? Ja, mach das mal. Dann sollte ich vielleicht reden, damit du was hören kannst. Ja, Oder? funktioniert. Jetzt können wir, wenn keiner da ist, können wir auch sowas Ja, kurz testen. solange keiner da ist, ist auch ganz gut. Es gibt ja sogar hier ein Abtauchen mit plötzlich Wissen zum Internationalen Frauentag. Hast du das gebaut? Nee, das hat André gebaut. Das hat André noch gebaut. Ja, für alle, die jetzt nicht da sind, aber die uns dann später zahlreichst auf YouTube sehen. André ist offensichtlich nicht da. Das liegt vielleicht einfach darin, dass es heute Weltfrauentag ist und wir alles in Frauenhand lassen. Er kann momentan nicht und deswegen machen wir das jetzt alleine. Aber er kommt wieder. Und wir freuen uns auch schon darauf. Ja, und beim nächsten Mal dann wieder mit Herrn Dr. Lampe. Ja, wir Heute mussten. muss. Ja, deswegen mussten wir auch, das war alles sehr kurzfristig und deswegen mussten wir irgendwie diesen Nachmittag hinkriegen, wie wir selber streamen können. Und deswegen, es tut uns leid, wenn das jetzt alles ein bisschen unprofessionell ist. Ich bin gerade. Aber Horsti ist da, danke. Horsti, Hi, André ist Horsti. nicht da. Ja. Es ist so gewollt, also so halb gewollt. Gewollt, dass man uns zwei sieht. Es Es ist ist nicht nicht gewollt, gewollt, dass dass wir wir unprofessioneller unprofessioneller als als sonst sonst sind. sind. Aber es liegt einfach daran, dass wir ohne André sind. Ja, Und wir wir müssen müssen Learning Learning by by Doing Doing machen. machen. Und Und ich ich bin bin dir dir total total dankbar, dankbar, Jules, Jules, dass dass du du das das auf auf dich dich genommen genommen hast, hast, den den ganzen ganzen Nachmittag, Nachmittag, damit damit zu zu verbringen, verbringen, diesen diesen Stream Stream irgendwie irgendwie zum zum Laufen Laufen zu zu kriegen. kriegen. Es Es gab gab auch auch keine keine tollen tollen Tauchvideos, Tauchvideos, die die du du sogar sogar selber selber professionell professionell vorher vorher gedreht gedreht hast. hast. Online, Online, so so wie wie sonst. sonst. Und Und es es gab gab keinen keinen Countdown. Countdown. Und Und trotzdem trotzdem ist ist Horsti Horsti um um 3 3 nach nach 8 8 da. da. Also Also irgendwas irgendwas funktioniert funktioniert doch. doch. Ja, brav. Aber ich hoffe mal, vielleicht kann Horst dir mal Rückmeldung geben, dass der Stream okay ist und nicht so sehr ruckelt. Weil nämlich bei mir, wenn ich das sehe, ruckelt das mega. Ah, Olaf ist auch da. Ja, Moin, moin. mit Olaf bin ich auch da. Ja, ich frage mal, ne? Ruckelt es bei euch? Schöne Frage. Ja, es schaut nicht gut aus. Ruckelt Ruckelt mega mega und und ist ist sehr sehr hallig. hallig. Ja, Okay, das mit dem scheiße. Hallig, das hat Das Anthony hat ja Anthony schon ja mal schon mal eingebläut. Ich eingebläut. soll Ich in die soll Kopfhörer ja, gehen. benutzt ja, benutz mal die Kopfhörer. Bei mir geht es In leider den nicht. Kopfhörer. Ja, scheiße, das mit dem Ruckeln. Da kann ich leider nichts machen. Das liegt einfach daran, dass unser Internet so dermaßen beschissen ist. Ja, Ja, wir wir streamen streamen nämlich halt. Es ist so aus schlimm. Bremen. Oh. Und Ja, ja, willkommen willkommen zu zu dir, dir, Show Show aus aus dem dem Blecheimer, Blecheimer, schreibt schreibt Olaf. Olaf. Also, Also, ich ich habe habe zumindest zumindest meinen meinen Hall Hall jetzt jetzt reduziert, reduziert, aber aber wahrscheinlich wahrscheinlich würde würde André André auch auch mit mit den den Händen Händen über über dem dem Kopf Kopf zusammenschlagen, zusammenschlagen, wenn wenn er er das das hörtete, hörtete, was was wir wir jetzt jetzt hier hier von von uns uns hier hier aber Nee, was soll man tun, nee, wenn. bei dir ist immer noch heil und das ist das Problem, dass das bei mir über das Desktop-Ding läuft. Ach, scheiße. Aber ich meine, wenn es heilt, ja, ist nicht so geil. Das Ruckeln ist, glaube ich, noch schlimmer. Ich kann leider Wahrscheinlich unser ja. Internet nicht ändern. Und das Das Bremer Bremer Internet Internet ist ist zum zum verflucht, verflucht, verdammt verdammt und und überhaupt. überhaupt. Ja, es gibt hier vielleicht schon Stellen, wo das gut ist, aber nicht bei uns. Unser Upload ist halt so beschissen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Bei Bei mir mir ist ist er er eigentlich eigentlich gut, gut, aber aber ich ich habe habe nicht nicht den den ganzen ganzen Nachmittag Nachmittag versucht, versucht, das das zum zum Laufen Laufen zu zu bringen. bringen. Deswegen Deswegen ist ist es es keine keine Option, Option, das das nach nach Hamburg Hamburg zu zu verlegen. verlegen. Man Man sagt sagt ja ja nicht nicht umsonst, umsonst, dass dass Bremen Bremen die die Vorstadt Vorstadt von von Hamburg Hamburg ist. ist.
Lana macht die Dia schon nebenan. Danke. Danke, Ja, ja, genau. genau. Hört uns Hört uns doch doch vielleicht vielleicht einfach einfach zu. zu, Schaut schaut uns uns nicht nicht zu, zu, dann dann ruckelt ruckelt es es weniger. weniger. Und Und dann dann habt habt ihr ihr nur nur noch noch Hall. Hall. Und Jetzt dann sind wir einfach hämmert hier super. jemand. Ernsthaft? Was? Ich Hat habe vielleicht nichts der, gehört. es hämmert hier jemand jetzt in der Nachbarwohnung oder so. Okay, Okay, ja, das das höre höre ich ich immerhin immerhin nicht. nicht. Ah, hat schon wieder aufgehört. Ja, jetzt Ja, bin bin ich ich zurück zurück aus, aus von von dem dem Ort, Ort, wo wo es es immer immer sehr sehr windig windig war war und und zurück zurück nach nach Hamburg. Hamburg. Und Und trotzdem trotzdem ist ist es es noch noch schlimmer schlimmer als als vorher. vorher. Aber Aber willkommen willkommen zum zum Internationalen Internationalen Frauentag. Frauentag. Diese Diese Show Show wird wird bestritten bestritten von von Frauen. Frauen. Und Und wir wir haben haben uns uns Gedanken Gedanken gemacht gemacht zum zum Thema Thema Forscherinnen. Forscherinnen. Eigentlich Eigentlich wollten wollten wir wir ich ich komme komme schon schon mit mit den den ganzen ganzen Namen Namen Beyond durcheinander. Blue. Deep, Deep, Danke. danke. Beyond Beyond Blue. Blue. Bei Bei Beyond Beyond Blue, Blue, da da wollten wollten wir wir starten. starten. Denn Denn da da hat hat Sylvia Sylvia Earle Earle mitgemacht. mitgemacht. Sylvia Sylvia Earle Earle ist ist die die Frau, Frau, die die ich ich vorbereiten vorbereiten durfte. durfte. Jeder Jeder hat hat nämlich nämlich eine eine eigene eigene bekommen, bekommen, die die wir wir uns uns ausgesucht ausgesucht haben. haben. Meine Meine ist ist Sylvia Sylvia Earle. Earle. Und Und die die hat hat eine eine bei bei Beyond Beyond Blue, Blue, das das war war das das Film, Film, das das Video, Video, das das Spiel, Spiel, was was wir wir gestreamt gestreamt haben haben über über mehrere mehrere Folgen, Folgen, wo wo Julia Julia eine eine prominente prominente Hauptrolle Hauptrolle gespielt gespielt hat hat in in der der Hauptfigur. Hauptfigur. Die Die hieß hieß zwar zwar nicht nicht richtig, richtig, aber aber die die sah sah so so aus. aus. Da Da gab gab es es immer immer so so Videos Videos und und zwar zwar aus aus Blue Blue Planet. Planet. Ein Ein Film, Film, den den ich ich immer immer noch noch nicht nicht gesehen gesehen habe, habe, Shame Shame bei on dem dem aber, aber, ja, ja, ich ich weiß, weiß, ich ich wollte wollte das das machen, machen, als als ich ich Netflix Netflix hatte, hatte, die die eine eine Woche, Woche, aber aber ich ich habe habe es es nicht nicht geschafft. geschafft. Aber Aber ich ich glaube, glaube, auf auf Netflix, Netflix, also, also, ja, ja, Blue, Blue, stimmt, stimmt, ist ist der der Film, Film, aber aber dann dann das, das, die die Zweier Zweier war war die die Serie, Serie, die die ist ist nicht nicht auf auf Netflix, Netflix, glaube glaube ich. ich. Nur Nur der der Film Film war, war, glaube glaube ich, ich, auf auf Netflix. Netflix. Aber Aber was was ich ich gemacht gemacht habe, habe, ja, ja, ich ich habe habe nicht nicht Blue Blue Planet Planet bisher bisher geguckt. geguckt. Also Also ich ich habe habe schöne schöne Dinge Dinge vor, vor, mit mit anderen anderen Worten. Worten. Ich Ich habe habe Mission Mission Blue Blue geguckt, geguckt, um um mit mit diesem diesem ganzen ganzen Blau Blau mich mich noch noch mehr mehr zu zu verzetteln verzetteln mit mit den den ganzen ganzen Titeln, Titeln, in in denen denen Blau Blau enthalten enthalten ist. ist. Und Und Mission Mission Blue Blue ist ist der der Film, Film, der der auf auf Amazon Amazon Prime Prime im im National National Geographic, Geographic, im im Geo-Channel Geo-Channel ist, 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 genau. genau. Den Den habe habe ich ich mir mir kurz kurz mal mal abonniert, abonniert, den den Geo-Channel. Geo-Channel. Und Und deswegen deswegen habe habe ich ich das das geguckt. geguckt. Und Und dann dann bin bin ich ich noch noch besser besser vorbereitet vorbereitet als als nur nur über über Google Google Scholar, Scholar, weil weil wir wir uns uns vorher vorher gefragt gefragt haben, haben, Sylvia Sylvia Earle, Earle, womit womit ist ist sie sie eigentlich eigentlich berühmt berühmt geworden? geworden? Das Das ist ist eine eine der der bekanntesten bekanntesten Ozeanografinnen. Ozeanografinnen. Die Die ist, ist, hat hat in in Algenkunde Algenkunde promoviert promoviert und und ist ist darüber darüber auch auch berühmt berühmt geworden geworden in in der der Wissenschaftscommunity. Wissenschaftscommunity. Die Die hat, hat, ich ich guck guck mal mal nach, nach, 1966, 1966, also also vor vor einiger einiger Zeit. Zeit. Ich Ich war war nicht nicht geboren, geboren, ich ich glaube, glaube, du du auch auch nicht, nicht, oder? oder? Nein. Nein. Da Noch hat die lange nicht. promoviert. Man Man muss muss dazu dazu sagen, sagen, die die ist ist jetzt, jetzt, die die wird wird dieses dieses Jahr Jahr 86. 86. Die Die arbeitet arbeitet auch auch immer immer noch, noch, weil weil sie sie besessen besessen ist ist von von ihrem ihrem Thema. Thema. Ja, Ja, ganz ganz schön schön lange, lange, aber aber und und die die taucht taucht auch auch noch. noch. Die Die ist ist voll voll krass. krass. Die Die gibt gibt auch auch ständig ständig Interviews. Interviews. Die Die ist ist eine eine gefragte gefragte Frau, Frau, auf auf jeden jeden Fall. Fall. Die Die ist ist total total beeindruckend beeindruckend und und ich ich kam kam auch auch gar gar nicht nicht durch durch den den Wust Wust an an Informationen, Informationen, die die ich ich gefunden gefunden habe habe am am Anfang Anfang durch durch online, online, weil weil ich ich wollte wollte ja ja eigentlich eigentlich nur nur wissen, wissen, womit womit ist ist sie sie berühmt berühmt geworden geworden und und hatte hatte mich mich so so auf auf Paper Paper eingeschossen. eingeschossen. Aber Aber also also sie sie ist ist mit mit ihrer ihrer Promotion Promotion voll voll bekannt bekannt geworden geworden in in der der Wissenschaftscommunity, Wissenschaftscommunity, denn denn sie sie hat hat Algen Algen aus aus dem dem Golf Golf von von Mexiko Mexiko gesammelt. gesammelt. 20.000 20.000 Stück Stück im im Herbarium. Herbarium. Boah. Boah. Ja. Ja. 20.000. 20.000. Ja. Ja. Und die alle bestimmt und beschrieben und sowas. Ja, Ja, es es gibt gibt auch auch Algen, Algen, die die nach nach ihr ihr benannt benannt sind, sind, weil weil sie sie die die gefunden gefunden hat. hat. Boah, Boah, krass. krass. Ja, Ja, ist ist mega mega krass. krass. Das Das ist ist so so ihre ihre Lebensaufgabe. Lebensaufgabe. Die Die hat hat diese, diese, ihre ihre Sammlung Sammlung dem dem Smithsonian Smithsonian vermacht. vermacht. Also Also man man kann kann die die mittlerweile mittlerweile öffentlich öffentlich einsehen. einsehen. Und Und ja, ja, weil weil das, das, ja. ja. Weißt du, wie lange sie dafür gebraucht hat? Ich Ich weiß, weiß, dass dass die die ihren ihren Master Master gemacht gemacht hat, hat, da da war war sie sie 20. 20. Ihre Ihre Promotion Promotion hat hat sie sie mit mit 31 31 abgeschlossen. abgeschlossen. Also, Also, wenn wenn sie sie direkt direkt weitergemacht weitergemacht hätte, hätte, dann dann hätte hätte sie sie so so 11 Jahre11 Jahre gebraucht. gebraucht. Ja, Ja, ich ich meine, meine, bei bei 20.000 20.000 Eigenexemplaren. Eigenexemplaren. Sie Sie hat hat auch auch zwischendurch zwischendurch noch noch Kinder Kinder gekriegt. gekriegt. Ach. Ach. Zwei Zwei Stück Stück und und geheiratet. geheiratet. Ja. Ja.
Und Interim-Direktorin von einem Museum war sie auch noch für ein Jahr. Also, hat irgendwie, weiß auch nicht. Ja, die hat extrem viel gemacht. Und genau, diese Eigensammlung, die kann man sehen. Man kann ihre Promotion auch runterladen bei Taylor & Francis, einem beliebten Publisher. Und sie hat in der Uni mit dem Tauchen begonnen. Also dadurch, dass ich diesen Film Mission Blue mit ihr geguckt habe, ist es mir ein bisschen einfacher gefallen, diese ganzen Lebenswege so auseinanderzudaddeln, weil ich hatte richtig viele verschiedene Spuren und es war ein bisschen komplex. Sie ist zum Meeresthema gekommen. Sie ist eins von drei Kindern. Ihre Eltern haben mit Wissenschaft gar nichts am Hut gehabt, waren aber interessiert. Also ihre Mutter hat ständig irgendwelche Tiere gerettet. Und als sie, weiß nicht, 12 oder 13 war, ist die Familie umgezogen und zwar ans Wasser, also ans Meer. Und da kam wohl ihre erste Begeisterung, also die richtige Begeisterung so fürs Meer raus. Und dann hatte sie irgendwann etwas, was ich sehr sympathisch finde, nämlich wahrscheinlich einen Bibliotheksausweis und ist in eine Bibliothek gegangen und hat sich Bücher ausgeliehen und war total inspiriert. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Jules, aber ich weiß auch nicht, wie man den ausspricht. William Beebe. Das ist ein Buch, der hat ein Buch geschrieben. Half Mile Down. 1934 hat er das geschrieben. Das heißt auf Deutsch 923 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist der erste Tiefseeforscher gewesen. Ah, okay, kenne ich nicht. Krasser Typ. Eigentlich Ornithologe. Der hat 1934 eben 923 Meter Tiefsee erreicht mit einer Tauchkugel, die er selber gebaut hatte. Krass. Und seine ersten Tauchversuche waren wohl mit Benzinkanistern, in die er Glas einschweißen ließ oder einbauen ließ, damit er unter Wasser atmen kann mit einem Schlauch an einem Kanister. Weil das muss man sich halt vorstellen, die Sylvia Earle ist ja total alt, kann man ja vielleicht so sagen. Alt. Und ja, die ist auf jeden Fall älter als ich, als du, als André. Ich meine, die ist sogar älter als wir zusammen beide. Nicht noch, nicht so alt wie wir zu dritt, aber auch älter als André und ich. Und wir sind älter als du, Jules. Also selbst wenn man André und mein Alter zusammentut, und wir sind beide 40, dann ist sie immer noch älter. Und das bedeutet, dass sie ziemlich an den Anfängen von diesen ganzen Tauchmöglichkeiten dabei war. Auf jeden Fall, Die hat die ersten Tauchapparate mitgetestet quasi. Also Jacques Cousteau kam dann später, das hat sie auch inspiriert, der hat auch ein Buch geschrieben. Ich wollte gerade Und sagen, da hat er das. wann war der denn am Start? Ich dachte auch so 60er, 70er, oder? Dass der so seine ersten Vorher Vorträge hielt. sogar. Vorher, der hat sogar vorher, der hat ein Buch geschrieben in den 50ern, das hieß Le Monde du Silence, also die schweigende Welt. Das hat Sylvia Earle auch in die Griffe bekommen. Und war dann auch noch mehr begeistert. Daraus ist auch ein Film entstanden, den man leider nicht mehr angucken kann, so einfach. Muss man irgendwo suchen und dann finden. Und das war das erfolgreichste Buch, was er so gemacht hat. Und sie hat es gelesen und sie hat sich sofort für marine Biologie eingeschrieben. Stantepede. Gleich Erscheinungsjahr des Buches und ihr Einschreibetermin fällt, also es ist dasselbe Jahr. Voll krass. Ist übrigens immer noch so richtig scheiße mit der Akustik bei euch. Ich gehe mal stark davon aus, weil ich habe ja nichts verändert und ich kann ja auch nichts verändern, weil wenn ich irgendwas verändere, dann bricht alles zusammen. Wir brauchen einfach jemanden, der im Hintergrund später den Ton geiler macht und dann gibt es das nur als Podcast. So. Und Mit mit dem, ja, mit dem Arschreit Bild, das, da haben mit. wir, glaube ich, die Hoffnung schon aufgegeben. Bild. Das ist echt. Twitch TV heißt nicht Twitch Podcast. Ja, wir Twitch machen heute Podcast. Podcast. Live-Podcast. Ja, André kann halt heute leider nicht. Das ist uns sehr kurzfristig zugespielt worden. Das wusste er vorher auch nicht. Und deswegen ist das alles ein bisschen chaotischer als sonst. Aber hey, es ist Weltfrauentag.
da wird den Frauen alles verziehen. So ein Bikini kein Blumenstrauß. Ja, deswegen mussten wir Ach, irgendwie in okay. 3 Stunden selber lernen, irgendwie, wie wir streamen können. Aber das Problem ist halt, was wir dann hingekriegt haben, aber das Problem ist halt, dass das Internet bei mir so beschissen ist, dass es leider nur Einzelbilder übertragen kann anscheinend. Oh. Furchtbar. Und es ist Ist nicht mal doch. so, dass Leute hier gerade zu Hause sind und irgendwie zocken oder so. Das ist einfach so scheiße. Weil ihr dafür derbe viel über Silvia Earle, alles, was ich mir auch drauf geschafft habe zu Silvia Earle, das werde ich euch noch beibringen. Und wir haben auch noch ein Eckrichter. Experiment. Wir Ja. haben ein Duo Startlöcher, an denen man dann leider nicht sieht. Ich wollte gerade sagen, das Experiment, vielleicht heben wir uns das auf für wann anders, weil wenn man das nicht sieht, weil das ist wirklich ein sehr optisches Experiment, dann ist es echt ein bisschen vergeudet. Ja, nee, dann machen wir das nicht. Dann gibt es heute leider kein Experiment. Aber, und die tollen Videos, Ja. die sind natürlich eigentlich auch für den Arsch, Ja. ne? Wir haben extra Video-Gedöns organisiert. Und zwar so, dass man das einpflegen kann in den schlechten Upload aus Bremen. Das war auch nicht so einfach. Ich habe extra beim Download von den Videotools habe ich nicht die höchste Qualität genommen. Ich ahnte schon was. Also, das wäre gegangen, aber naja. Ach so. Naja, Ja, also also genau. genau. Netterweise hat Netterweise hat Horst Horst noch noch geschrieben, geschrieben, es es gibt gibt die die Kategorie Kategorie Podcast. Podcast. Ja, Ja, danke. danke. Melden wir uns nächstes Mal, wenn dieser Fall eintritt, an. Und Und wir wir machen machen nochmal nochmal einen einen Crashkurs, Crashkurs, und und dann dann kann kann ich ich das das aus aus Hamburg Hamburg hochladen, hochladen, das das nächste nächste Mal Mal alles. alles. Ja, Ja, wir wir werden werden uns uns das das alles alles beibringen. beibringen. Zurück Zurück zu zu Silvia Silvia Earle. Earle. Ja, Entschuldigung. Macht Macht gar gar nichts, nichts, macht macht gar gar nichts. nichts. Ihre Ihre Eltern Eltern hatten hatten auch auch nicht nicht Kohle, Kohle, um um sie sie an an der der Uni Uni einzuschreiben. einzuschreiben. Die Die hat hat das das über über Stipendien Stipendien gemacht. gemacht. Nur Nur mal mal zum zum Thema Thema Inspiration, Inspiration, wenn wenn man man in in Amerika Amerika ist, ist, dann dann oder oder auch auch woanders, woanders, es es gibt gibt Stipendien. Stipendien. Sie Sie hat hat es es geschafft. geschafft. Sie Sie ist ist direkt direkt als als Schülerin Schülerin mit mit einem einem Stipendium Stipendium dann dann an an die die Florida Florida State State University University gegangen gegangen und und hat hat nebenbei nebenbei immer immer in in Unilaboren Unilaboren gearbeitet, gearbeitet, um um sich sich Geld Geld zu zu verdienen. verdienen. Und Und weil weil sie sie irgendwie irgendwie einen einen coolen coolen Prof Prof hatte, hatte, der der es es geschafft geschafft hat, hat, zwei zwei Tauchgeräte Tauchgeräte für für den den Studiengang Studiengang der der Marinbiologen Marinbiologen zu zu organisieren, organisieren, zwei zwei der der ersten ersten Tauchgeräte, Tauchgeräte, muss muss man man dazu dazu sagen, sagen, hat hat sie sie tauchen tauchen gelernt gelernt an an der der Uni. Uni. Scuba Geil. Scuba Scuba Diving. Diving. Also Also direkt direkt nachdem nachdem Herr Herr Jacques Jacques Cousteau, Cousteau, der der war war da da involviert, involviert, irgendwie irgendwie in in der der Technik Technik von von Scuba Scuba Diving. Diving. Ich Ich weiß weiß nicht, nicht, kennst kennst du du vielleicht vielleicht besser? besser? Weißt Weißt du, du, was was die die machen? machen? Ja, also ich weiß, also nee, ich weiß das tatsächlich nicht so, nicht so genau, aber ich weiß, dass er, also, oder zumindest dachte ich, dass er ja wirklich, also quasi eher so selber halt dieses Tauchsystem, dieses Scuba-Tauchsystem im Endeffekt erfunden und entworfen hat. Ja, so habe ich das Dachte auch ich, aber vielleicht verstanden. täusche ich mich da auch. Nee, Ich ich glaube, glaube, du du bist bist genau genau richtig richtig damit, damit, ja. ja. Ich Ich kenne kenne mich mich halt halt mit mit Tauchen Tauchen nicht nicht aus, aus, deswegen deswegen kann kann ich ich bei bei den den ganzen ganzen Systemen Systemen nur nur so so marginal marginal mitreden. mitreden. Aber Aber genau. genau. Und Und das das hatten hatten die die an an der der Uni Uni und und sie sie hat hat das das benutzt. benutzt. Und Und hat hat sich sich für für die die Pflanzen Pflanzen vor vor allem allem interessiert. interessiert. Oder Oder ja, ja, sie sie hat hat sich sich für für die die Pflanzen Pflanzen interessiert. interessiert. Genau, Genau, das das ist ist richtiges richtiges Deutsch. Deutsch. Ich Ich habe habe heute heute auch auch schon schon ein ein bisschen bisschen mehr mehr gesprochen, gesprochen, deswegen deswegen bin bin ich ich mir mir nicht nicht sicher, sicher, ob ob ich ich rede. rede. Ja, Ja, und und nachdem nachdem sie sie sich sich dann, dann, die die hatte hatte sich sich 53 53 eingeschrieben eingeschrieben an an der der Uni Uni und und ist ist dann dann irgendwann irgendwann nach nach ihrem ihrem Master Master und und die die Promotion Promotion angefangen angefangen im im Golf Golf von von Mexiko. Mexiko. Das Das ist ist übrigens übrigens riesig, riesig, das das Gebiet Gebiet von von der der Golf Golf von von Mexiko, Mexiko, um um das das mal mal örtlich örtlich so so zu zu sehen. sehen. Das Das ist ist die die Südküste Südküste der der USA USA über über Mexiko, Mexiko, über über den den nördlichen nördlichen Teil Teil von von Lateinamerika Lateinamerika bis bis nach nach Kuba. Kuba. Und Und da, da, also also so so ein ein kreisrundes kreisrundes Ding, Ding, ist ist ein ein Teil, Teil, so so ein ein Nebenbecken Nebenbecken des des Atlantik Atlantik im im Prinzip. Prinzip. Riesig, Riesig, das das Ding. Ding. Da Da passieren passieren leider leider auch auch ganz ganz oft oft diese diese Ölkatastrophen Ölkatastrophen vor vor der der amerikanischen amerikanischen Küste. Küste. Und Und da da hat hat sie sie die die ganzen ganzen Algen Algen eingesammelt eingesammelt und und bestimmt bestimmt und und hat hat einen einen Typen Typen kennengelernt, kennengelernt, einen einen Park Park Ranger. Ranger. Ich Ich weiß weiß ehrlich ehrlich gesagt gesagt nicht, nicht, für für was was für für eine eine Art Art von von Park Park das das war. war. Jack Jack Taylor Taylor hieß hieß der. der. Die Die wollten wollten beide beide promovieren promovieren und und fanden fanden sich sich gut gut und und haben haben dann dann 57 57 geheiratet. geheiratet. Also Also nachdem nachdem sie sie 4 Jahre4 Jahre nachdem nachdem sie sie sich sich eingeschrieben eingeschrieben hatte hatte und und auch auch ihren, ihren, dann dann hatte hatte sie sie ihren ihren BA BA und und ihren ihren Master Master und und so. so. Beide Beide wollten wollten promovieren promovieren und und dann dann kamen kamen die die Kinder Kinder 1960 1960 und und 62. 62. Und Und
ihre erste internationale Expedition und sie hat den Typen zu Hause gelassen. Ist ja klar, irgendwer muss auf die Kinder aufpassen. Ja, so ist das. Thema Frauentag. Sie ist in den Indischen Ozean. Ab Mombasa ging es in den Indischen Ozean und damals war das Meer noch unentdeckter als heute. Also da hat man sogar an der Meeresoberfläche und an den Atollen noch nicht so viel gemacht. Und sie haben dann eine Expedition gemacht, um zu erforschen, was da überhaupt für Tiere vorkommen und wie es so aussieht. Und da hat sie ihre ersten Erfahrungen mit der Presse gemacht. Das hat sie in den Folgejahren bis heute immer mehr, ja, hat immer mehr zugenommen. Sie ist ja sehr präsent in den Medien. Mombasa Times hat dazu geschrieben, weil das voll das Ding war damals, 70 Männer und eine Frau auf dem Schiff. Also, das ist nicht ganz original, aber es ging darum, ne? Sie ist eine Frau auf dem Expeditionsschiff und es gibt ansonsten nur Männer, und zwar 70 Stück. Und sie wurde kurz interviewt und meinte, ja, das ist ja gar kein Problem. Also sie fand das gar nicht so spektakulär. Ja, der Mann blieb zu Hause mit den Kindern. Das ist öfter passiert. Und dann gab es auch irgendwann Knatsch. Aber erstmal ist sie natürlich von der Reise zurückgekommen und hat auch die Kinder mehr oder weniger dazu gezwungen. Die mochten das gerne. Die sind auch interviewt worden in Filmen und so. Die mussten immer an ihrem Algenlabor mitarbeiten. Die hatte sich nämlich zu Hause ein Algenlabor eingerichtet und hat dann immer die Algen nach Hause geschafft. Während in der Zeit der Dissertation und hat die da schön bestimmt und in Seewassertanks gelagert. Also das war die Kinderbeschäftigung auch. Breite die Alge aus, guck mal, kennst du das Exemplar schon? Wenn nein, sag mal Bescheid. So was in der Art muss das irgendwie gewesen sein. Bei sich zu Hause. Und dann ist sie nach dieser Expedition und während der Zeit mal kurz an ein Forschungsinstitut gegangen. Das fand ich super spannend, weil da kommen jetzt so andere Leute ins Spiel. Kennst du die Shark Lady, Jules? Hast du das nochmal gehört? Wie heißt sie denn mit vollem Namen? Die heißt mit vollem Namen Eugene Clark. Nee. Oder Eugenie würde man auf Französisch sagen. Das ist eine halb Asiatin, halb Amerikanerin. Und die ist quasi die Generation vor der Sylvia Earle. Die hat Meeresbiologie gemacht, noch bevor Sylvia Earle Meeresbiologie gemacht hat. Und das als Halbasiatin, also auch noch fremdländisch aussehend an der Uni, also total crazy shit, noch crazier shit quasi. Und die hat ein Buch geschrieben, das ist aufgefallen, und zwar bei den Thunderbills. Hast du von den Thunderbills mal gehört? Sagt es nochmal wie? Thunderbills. Das sind die Holländer, also ausgewanderte Holländer, die nach Amerika gekommen sind und die halbe Fifth Avenue hatten. Also das ist die reichste Familie Amerikas für eine lange Zeit gewesen. Okay. Und diese Shark Lady, die Wissenschaftlerin, Eugenie Clark, die hat so Pionierarbeit geleistet und hat ein Buch geschrieben über Fische. Und ich glaube wahrscheinlich auch über Haie. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie das Buch hieß, aber es war bekannt. Die Thunderbills haben sie eingeladen für einen Vortrag oder haben sie bei einem Vortrag gesehen und fanden die Arbeit so interessant über die Fische und meinten, ey, die gibt es doch bei uns auch solche Fische, du musst dann mehr dran forschen und haben der Geld gegeben, dass sie ein Labor aufbauen kann. Ja, geil. Das ist aber im Labor? Das ist krass. Das ist ja Traum ja. Gelaufen für sie. Ja, das war das Cape Hayes Marine Laboratory. Das ist umbenannt worden später. Ich habe hier irgendwo stehen, wo, aber es ist auf Seite 5 von 9, keine Ahnung. Und genau, die hat dieses Laboratorium gegründet und hat geforscht. Und da ist auch Sylvia Earle irgendwann während ihrer Zeit der Dissertation aufgeschlagen. Und Eugenie Clark hat irgendwie gesagt, so, sie macht jetzt mal andere Arbeit. Und dann wurde ihr Direktorenposten frei und dann ist Sylvia Earle als Interim-Direktorin für ein Jahr eingesprungen. Noch bevor sie ihre Promotion beendet hatte. Ah, krass. Und ist dann, hat dann promoviert und hat sich auch irgendwann von ihrem Mann getrennt in der Zeit der Promotion. Sie ist halt ständig unterwegs gewesen und war in Wissenschaftskreisen schon so halbwegs bekannt. Und dann durch die Promotion, die 66 veröffentlicht worden ist, noch mehr.
und hat sich von ihrem Mann getrennt. Er konnte wohl nicht so gut damit leben, dass er auf die Kinder aufpassen musste, während sie im Indischen Ozean rumschippert. Und dann hat sie bei einem Fischsymposium ihren zweiten Mann kennengelernt. Geil, Na, oder? dann ist ja nochmal. Fischsymposium. Ja, sie, genau. Ja, und das war 1966, hat sie zum zweiten Mal geheiratet. Und dieser Typ, Giles Meade heißt der, der ist mittlerweile verstorben. Ich vermute, der erste auch. Der war Leiter des Naturkundemuseums in Harvard. Und sie ist auch nach Harvard gegangen. Und hat da dann weitergearbeitet als Postdoc. Und hat mit ihm noch ein weiteres Kind bekommen, also hat sie drei Kinder gekriegt. Und war dann lange Zeit, also hat einen Ruf wahrscheinlich bekommen nach Harvard und hat das Farlow Herbarium da irgendwie betreut. Also wieder ein bisschen mehr Algen. So. Und als sie dann im vierten Monat schwanger war, saß sie in einem Tauchboot Deep Diver. Das waren selbstfahren, also hat sie irgendwie gesteuert mit einem Versorgungsschiff angeschlossen und hat die Unterseedünen der Bahamas erkundet. Im vierten Monat kann man machen, im vierten Monat. Kann man mal machen, ja. Hat sie gemacht. Ja, und wahrscheinlich ist das Kind auch in Harvard geboren. Und ist dann, Jules, du versuchst es nochmal mit der Akustik. Ja, ich höre dir noch zu. Ja, oh, oh Gott. Ja, klar. Hier alles in Schutt und genau. Asche. Ja, rede mal weiter. Ja, ich rede weiter. Mal gucken, was passiert. Vielleicht wird es ja auch besser da draußen für alle, die zuhören. Ich versuche jetzt mal noch was. Probier mal. Also, sie war also in Harvard, ihr Mann war auch in Harvard. Der leitete dieses Naturkundemuseum. Der ist dann übrigens in den 70ern nach LA und sie war dann Frau Museumsdirektor des Naturkundemuseums in LA später. Hat aber erstmal in Harvard am schwarzen Brett was Schönes entdeckt. Und das wäre. Und zwar, das war der Aushang, der in etwa hieß: Oh, viel besser, Sie sind alle total begeistert. Der Chat atmet auf. Ach so, ja, warte, ich versuche das jetzt, dass das geht. Ja. Ja. Ich höre dich auch immer noch. Sehr gut. Geht's? Ja, jetzt habe ich bloß ein Problem, dass ich hier nicht mehr die Jules, Lautstärke. fühlt sich das gut an? Nee, weil ich die Lautstärke nicht mehr regulieren kann und das Regeln ist. kann, aber du bist, für mich bist du laut. Ja, nee, nein, das Problem ist, du bist so laut, dass mir die Ohren rausfliegen. Ach, warte, aber das kann ich bestimmt regeln. Ich kann ja meinen Input leiser machen. Das geht doch Ja, aber. bestimmt über Systemeinstellungen Ton. Warte, einen Moment. Aber das. Das möchte ich dir nicht zumuten. Ja, das Bin ich liegt. jetzt leiser? Ist es jetzt besser? Ja. Jules? Ja. Ja, Ja. dann lasse ich das jetzt erstmal so. Okay, Ja, cool. okay. Ja, muss man später halt nachregulieren. Gar kein Problem. Okay, also die Frau, Frau Earls, also Frau Dr. Earls mittlerweile, hat ein schwarzes, am schwarzen Brett in Harvard, da wo sie mit ihrem zweiten Mann gelebt hat und noch ein neues, das dritte ihrer drei Kinder bekommen hat, ging zum schwarzen Brett in Harvard. Und da stand so dran, haben Sie Bock, 2 Wochen, Jungferninseln, Leben unter Wasser, wird wahrscheinlich voll bezahlt, keine Ahnung, Bezahlung weiß ich nicht. Sie Hallo, so, wo kann ich ja, unterschreiben? geil. Genau, ja, wo, wo? Ja. Hat sich natürlich beworben, ist ja klar. Das war dieses TechTide 1, ein relativ berühmtes Forschungsprogramm. Das war von der US Navy, der NASA und dem Department of the Interior organisiert und finanziert, also drei Staatsbehörden. Und die hatten sich ausgedacht, wir wollen mal gucken, wie Menschen auf kleinstem Raum unter Wasser zurechtkommen. Also gleiche Bedingungen wie im Weltraum, im Prinzip nur halt unter Wasser. Da braucht man nicht so weit fahren. Und die Unterwasserwelt war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so bekannt. Also eine total coole Sache. Sie fand das geil, hat da nicht weiter drüber nachgedacht, hat sich beworben, war von allen Bewerbern die erfahrenste Taucherin mit zu dem Zeitpunkt über 1000 Research Hours unter Wasser. Und wurde nicht genommen. Begründung? Eine Frau, sie ist Man eine ging. Frau. Ja, Richtig. Ja, natürlich, ja. also man hat, glaube ich, nicht gesagt, es liegt daran, dass sie eine Frau ist, sondern Sondern, man dass hat sie kein vermutlich Mann ist. gesagt,
Nee, nicht mal das. Man hat wahrscheinlich irgendwie sowas gesagt. Ich weiß es natürlich nicht, ist jetzt fiktiv. Sie wurde nicht genommen. Sie hat selber gesagt, ich zitiere, "The people in charge just couldn't cope with the idea of men and women living together underwater." Weil das Versuch halt darauf ausgelegt war, lange Zeit, also das waren de facto 6 Wochen in dem Fall oder 60 Tage. Ja, keine Ahnung, irgendwas mit sechs. Ich habe es jetzt leider nicht gemerkt für die erste Tag-Tide. Es war über mindestens einen Monat, haben die da unter Wasser gelebt und die konnten sich nicht vorstellen, dass Männer und Frauen auf engem Raum gut zusammenleben können. Das war quasi, ich habe es ja schon mal zu dir gesagt, ich glaube, es war so ein bisschen erstes Big Brother, weil es eben Forschungsunternehmen war. Es ging nicht nur darum, dass man unter Wasser irgendwelche Sachen rausfindet, sondern vor allem zu gucken, wie können Leute in einem ganz kleinen, auf ganz kleinem Raum über lange Zeit zusammenleben. Das war, man muss sich das so vorstellen, falls jemand von euch schon mal in Amerika war, da gibt es so diese riesigen Silos, die an den Farmen dran sind. Also die haben ja immer so große Farmen, also große Bauernhöfe und dann daneben steht dann manchmal so ein Silo, also so ein hoher Turm, im Prinzip ein Kegel oder ein Zylinder ist es. Ja, da Und sind doch mehrere von diesen normalerweise Zylindern, Raketen drin versteckt, oder? Ich ja, weiß, es in sind dem so Fall waren es Comics oder ich Menschen. glaube bei James Bond oder so ist, glaube ich, auch mal so ein Silo, eine Rakete drin. Es gibt eigentlich ein ganz geiles Video davon. Muss ich gleich mal, wenn du was erzählst, raussuchen. Weil für die Tag-Tide 1 kann man noch so Footage auf YouTube finden, wo die das auch erklärt haben, wie das sich zusammensetzt, das Ding. Ja. Und sie ist halt nicht genommen worden, weil man sich im Programm nicht vorstellen konnte, dass man über so lange Zeit Männer und Frauen zusammenleben lassen kann unter den Bedingungen. Und Wann war das? Entschuldigung, welches Jahr war das das? war 69. Hm. 69. Ja. Und dann gab es aber ein neues Programm, ein Jahr später, Tektite 2. Also Tektite sind übrigens so Glassteine, die meistens auf der Wasseroberfläche auftreten, einfach weil die Welt am meisten von Wasser bedeckt ist. Die schlagen auch auf dem Land auf, aber da sind sie nicht, keine Ahnung, der größte Anteil von denen fliegt halt ins Wasser. Und deswegen hat man das Programm Tektite genannt, weil man irgendwie eine Verbindung dazu sah. Sylvia Earle wird da auch zu befragt und die schlawinert sich da immer um die Antwort so ein bisschen rum, warum man das Tag Tide nennt. Aber es könnte was damit zu tun haben, dass in diesen Silos, zumindest in der Tag Tide 2, auch so Bullaugen eingebaut waren und zwar nach außen ausgestülpte. Wenn man das googelt, dann findet man auch Fotos auf Wikipedia dazu, wo der Forscher drin dem Forscher draußen was zeigt durch das Bullauge. Oder andersrum, von draußen nach drinnen natürlich meistens eher. Ist ja auch spannend. Und in der Tektite 2, also ich glaube bei der Tektite 1, das waren 4 Männer, die das gemacht haben. Und Tektite 2, in der 6. Mission, da sind mehrere Missionen gefahren worden, da ist sie angenommen worden. Das war ein komplett weibliches Team. Sie war die Teamleaderin von 4 Frauen. Also es waren 5 Frauen gemeinsam. Da gab es dann auch so schöne Titel in den Zeitungen zum Beispiel, fünf Frauen gehen tauchen und haben nur einen Föhn dabei. So, na, 5 Frauen und ein Föhn, sowas in der Art. Das Geil, oder? waren die Passt ganz Aquanauten, gut. ne? Hast du dir die Haare geföhnt heute? Nee. Ja, die wurden Aquanauten oder auch Aquababes oder so genannt. Aquabase, ja. Ja, ich kenne ja eine davon. Geil, welche? Ich sage jetzt mal nicht den Namen. Also ich kenne eine, Okay, die pass auf, da warte, mit warte. war. Aber ich habe mit der gearbeitet mal. Aha. Nie wieder werde ich mit dieser Person arbeiten. War auch mal, die wusste sich wahrscheinlich ich sag's mal so, sie wusste wahrscheinlich sich durchzusetzen. Interpretation meinerseits. Ja. Aber weißt du, wenn du schon irgendwo oben stehst, wohin kannst du dich dann noch durchsetzen? Nach unten und auf deinen Studenten rumhacken. Im Chat jetzt Tektite 2020, die haben nämlich so eine Art Revival gemacht. Darüber findet man auch ganz viele Videos. Da kommt Frau Earl auch drin vor und bestimmt auch deine bekannte, unbekannte, uns unbekannte Kollegin. Ja. Hoffentlich.
Boah, ich muss dich mal googeln, Jules. Finde ich bestimmt ein bisschen was raus. Mit wem hat denn Mit wem Julia sie da? Ja. zusammengearbeitet? Ja, nee, so Ja. dumm. Das ist Leute, die quasi bahnbrechende Sachen gemacht haben, sind dann aber auch nicht unbedingt coole Menschen. Sie haben vielleicht bei coolen Sachen mitgemacht Nee. oder coole Sachen gemacht, das heißt aber nicht, dass sie coole Menschen sind, leider. Mal die Sylvia Earle, von der ich einfach mal ausgehe, dass sie total sympathisch und nett ist, die hat mit der zusammengelebt. Aber sie war auch die Chefin von der. Ja, und man weiß ja auch nicht, ne, wann war das nochmal? 69? 70 war es dann. 70? Ja, ich meine, es ist halt auch, keine Ahnung, in 40 Jahren kann man sich auch noch verändern, ne? Ja, die muss ja jetzt auch mega alt sein. Also, wie alt kann die damals gewesen sein? In den 70ern, ist sie ja minimal 20 gewesen. Ja, irgend sowas, ne? Wahrscheinlich so Mitte 20 oder so. Irgendwas zwischen 20 und 30 wahrscheinlich. Ja. Ja, wahrscheinlich. Aber Genau. gibt es da irgendwelche. Wie war das denn dann so? Wie war das denn mit den. Weiß nicht, ob du dazu was weißt, mit den Herren 60 Tagen unter Wasser und den Damen 60 Tagen unter Wasser? Gab es da. Ich weiß nicht, ob du da Infos hast. Gab es da. Wie beim Trash-TV, haben die sich auch die Augen ausgekratzt? Oder. Also, Frau Earl hat dazu gesagt, dass sie keine Probleme hatte. Die waren aber, die Frauen waren nicht 60 Tage, die waren nur 14 Tage unter Wasser. 14 Das Tage ist halt eine zweite eingesperrt. Mission irgendwie. Das Ja, ist auch ganz das schön kann lang. schon hart. Das ist schon lang, aber die haben 10 bis 12 Stunden täglich unter Wasser verbracht. Also die waren nicht die ganze Zeit Ah, in okay. diesem Bunker sozusagen. Okay. Die hatten in diesem Bunkersystem, das war wohl ziemlich krass, du hattest halt so eine Schleuse und warst direkt im Wasser. Dann, du konntest einfach mit deinem Tauchanzug dich ins Wasser fallen lassen und warst dann im Ozean. Und die sind 10 bis 12 Stunden täglich im freien Ozean unterwegs gewesen und haben da Proben genommen. Und Silvia, ich nenne die jetzt einfach mal Silvia, ich kenne die überhaupt nicht, aber es ist einfacher. Die hat halt ich glaube, bei Mission Blue hat sie das erwähnt, dass sie dadurch noch mehr den Schutz der Ozeane vorantreiben wollte, dann einfach, weil sie Persönlichkeiten von den Tieren kennengelernt hat. Die hatten da irgendwie fünf, warte, was waren das für Tiere? Muss mal gucken. Ich habe es irgendwo notiert. Kaiserfische. Es war immer so eine Gruppe von fünf Kaiserfischen, die so am Eingang von diesem Tektite-System rumhängen. Und die waren alle so unterschiedlich. Und das fand die so witzig. Ah ja, wir haben einen neuen Kommentar. Weil wir diesmal nicht die Kommentare mitstreamen hier für alle, hat Hossi gefragt, ist es wie bei der NASA, wo sie der ersten Frau mehrere hundert Tampons mitgegeben haben? Für 14 Tage war das nicht nötig, vermute ich mal. Wahrscheinlich haben die vorher, das kleine Sidekick, wenn Frauen lange Zeit zusammen sind, gibt es ja die Legende, dass die gleichzeitig menstruieren. Und das würde ja bedeuten, wenn die vorher schon zusammengearbeitet haben, wovon ich mal ausgehe, dass sie sich nicht erst bei Tag 1 der Mission treffen, dann war das ja kein Problem, ne? Dann haben die das einfach richtig getimt und dann haben die keine Tampons gebraucht. Das stimmt, aber die Frage ist, wenn Männer den Tauchgang geplant haben, haben Das sie dann stimmt. einfach ganz Das viele stimmt. Tampons eingepackt? Weil, ich meine, bei der NASA werden sicher auch nicht die Astronautinnen, die Hunderte von Tampons eingepackt haben, sondern wahrscheinlich die Männer. Mit so hochrotem Kopf. Denn da Ja. bei der NASA im Einkauf, wo sie sich dann durchtelefonieren, ich habe die Aufgabe, die Mission, da ist eine Frau dabei, was braucht man denn für Frauen? Ja, besser zu viel als zu wenig, man kann ja auch für Versuche verwenden und so. Oh, Horst, die auspackt und an Fäden zusammengebunden. Nee, ja, also es ist nichts über Tampons bei Tektite 2 bekannt, so viel kann ich zusammenfassen, zumindest nicht mir bekannt. Was nichts bedeuten mag. Ja, und es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied gewesen, also nicht nur von der Zeit, die unter Wasser waren, sondern weil das eben die Zeit war, wo Frauen nicht so präsent waren mit so Wissenschaft. Und das war ja bahnbrechend. Das heißt, die waren 14 Tage unter Wasser, danach sind sie hochgekommen. Und dann hatten die sowas wie die Fußballer heutzutage. Die sind dann rumgereicht worden. Die hatten eine.
eine Parade in Chicago, womit Fähnchen und Konfetti um sie rumgesprüht worden ist. Die sind ins Wow. Weiße Haus eingeladen worden. Also vor allem Sylvia Earle, die war ja die Gruppenleiterin. Ne? Deswegen ist sie wahrscheinlich, also wissenschaftlich ist sie mit Sicherheit durch ihre Promotion bekannt geworden, aber dann in den normalen Medien über dieses Tech-Teil 2 und die Aquanauten beziehungsweise Aqua-Babes oder Aqua-Chicks oder wie auch immer, die hatten da verschiedene Namen für die Frauen. Ja. Ja, ich glaube, die ist auch Und wirklich eine amerikanische Legende. Also ich muss auch sagen, dass sie mir auch erst seit ein paar Jahren bekannt ist und schon auch wirklich hauptsächlich durch USA. Ich glaube, in Europa ist sie gar nicht so bekannt, aber in den USA ist schon auch, da kennen sehr viele Leute sie. Also auch jetzt Leute, die nicht unbedingt was mit Meereswissenschaften zu tun haben. Das ist schon für viele Leute ein Begriff. ja, also ich kannte sie vorher auch nicht und ich muss sagen, als ich angefangen habe zu recherchieren, war mir das alles so ein bisschen viel und schwammig und ich habe wissenschaftlich gesehen gar nicht so viel rausgefunden. Also sie hat natürlich total viel publiziert, aber sie hat auch sehr viele Bücher publiziert und da kommt man gar nicht so genau drauf klar, wenn man jetzt nicht gerade Meeresforscherin ist, so wie du, was jetzt davon wichtig ist und was nicht. So konnte das nicht so gut einordnen. Und ich fand dann eher die Chefin, die sie da mal hatte, die dieses Labor geleitet hat, was von den Thunderbills gesponsert wurde. Die fand ich, als ich da diese Verbindung gefunden habe, erstmal echt interessant. Aber ich habe da nicht weitergegraben. Es gibt in den Meereswissenschaften sehr viele, sehr spannende Frauen, auch aktuell sehr viele. Nicht nur Ja. Julia, wobei Julia auf jeden Fall auch. Naja, Ja. ich glaube, dass so bei den Meereswissenschaften, also das Ding ist, ich habe auch überlegt, ich weiß jetzt auch, also wen ich sonst so kenne als wichtigen Meereswissenschaftler, Meereswissenschaftlerin, und mir sind da ehrlich gesagt so generell nicht wirklich viel eingefallen, also außer Jacques Cousteau. Also die man so kennt in der Ja. Allgemeinheit, ne? Also ich meine, natürlich hast du in deinem Forschungsbereich, in der Ecke, wo du dich gerade bewegst, hast du natürlich Namen, die da jeder kennt und die da quasi groß sind, aber die jetzt zu einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Nee, also ist mir eigentlich nicht wirklich viel eingefallen. Meinen Augen. Ich weiß nicht, ich kann mal auch mal den Chat fragen, ob ihr irgendjemanden wisst, den ihr so kennt, wo ihr sagen würdet, das ist irgendwie ein berühmter Meeresforscher oder eine berühmte Meeresforscherin. Aber ja, also das fand ich, aber ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen an der Meeresforschung, weißt du, im Gegensatz zu Mathe oder Physik oder sowas, du hast, glaube ich, nicht wirklich so die krassen Fragen, weißt du, so die Weltformel oder sowas. Sowas hast du halt mehr in Physik und Mathe und wo man dann so eine Lösung findet. Weißt du, da hast du ja meistens Leute werden berühmt dann in Physik und Mathe, weil sie halt eine Lösung zu einem bestimmten Problem gefunden haben. Und das hast du halt in der Meereswissenschaft nicht so. Und dann auch so in der Biologie generell ist es immer so, da findest du ja meistens auch nicht die Antwort, sondern das ist immer meistens so ein bisschen so, eventuell so, alles immer so ein bisschen vage. Und dann sind da natürlich auch eigentlich immer die Menschensachen irgendwie. Die Leute eigentlich spannend finden. Ja, und ich glaube, das sind so Gründe, warum da Leute nicht so. Ach ja, natürlich Darwin, Entschuldigung, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, ich meine Darwin als Biologe, ja, ich habe ja ein Meereswissen. Darwin als Biologe auf jeden Fall absolut bekannt. Bei Darwin fallen mir immer Regenwürmer ein. Regenwürmer. Warum Ja, denn Regenwürmer? wusstest du? Warum Regenwürmer? Ja. Also Darwin, der war ja immer mit seiner Beagle da unterwegs Ja. und hat irgendwie auf den Galapagos-Inseln und da hat er sonst was irgendwie rausgefunden. Aber das war ein depressiver Typ und der, wenn er dann nach Hause gekommen ist und seine 10 Kinder um sich rum hatte und der hatte dann keinen Bock mehr auf nix, teilweise. Und der hat dann auf seinem Landgut oder keine Ahnung, wo der gewohnt hat, ist er da spazieren gegangen und hat dann war einer der ersten, der die Bedeutung von Regenwürmer für die Landwirtschaft rausgefunden hat. Das war vorher. Das Die wusste ich Bauern noch nicht. wussten nicht. Ja, das fand ich super spannend, als ich mal was zum Thema Regenwürmer gemacht habe. Das habe ich nämlich dann auch als Sidekick irgendwie rausgefunden, dass er aufgrund seiner, wenn er zu Hause war und so total depri war und niemanden sehen wollte und dann spazieren gegangen ist, dann hat er, der konnte ja nicht, ich meine, jeder, der irgendwie so ein bisschen besessen ist von Natur, der kann nicht anders als trotzdem irgendwie hingucken und Sachen verstehen wollen. Und der hat
sich mit dem Thema Regenwürmer auseinandergesetzt und hat den Landwirten dann erklärt, dass es unklug ist, die Regenwürmer aus dem Feld rauszusieben und wegzuschmeißen, weil die wichtig sind für die Pflanzen und die Humusbildung. Und das ist Darwin zu verdanken, die Bedeutung von Regenwürmern für die Landwirtschaft. So. Geil, das ja. wusste ich auch noch nicht. Das fällt mir dazu ein. Ja, ich vorher auch nicht, bis vor ein paar Jahren. Ja, und marine Meeresbiologinnen kenne ich noch, Thies Thierry, kennst du die? Ja, das der, ist Name, die, der Name sagt mir was, ja. Die Mondfisch, das ist die Mondfischtante. Ah, vielleicht hast du den da schon mal da erwähnt, deswegen. Ja, habe ich den schon mal gehört. Das ist eine, ja, die hat, ich hatte euch ja oben das TagTide 2020 Ding verlinkt, die hat da, glaube ich, auch was gehostet oder wurde auch interviewt, aber die ist auch sehr bekannt und forscht eben an Mondfischen, unter anderem. Mhm. Also wenn jemand Mondfisch sieht, ihr wisst, das sind eine meiner Herzenstiere, dann meldet den Mondfisch online. Kann man nämlich. Also den gefundenen Mondfisch oder den gesichteten Mondfisch, im Idealfall natürlich ein lebender Mondfisch. Damit du deine Steuern bezahlen kannst. Ja, das ist aber leider während der Zeit der, wie heißen die nochmal, diese... Ich hätte jetzt fast gesagt, Shogun, das hat irgendwas mit S. Das sind die japanischen. Wie hieß das noch? Ich kannte das Wort vorher nicht, deswegen kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich habe das da zum ersten Mal gehört. Warte, ich muss das nachgucken, das ist ganz schlimm. Kennt ihr das, wenn man weiß, dass man das Wort kennt und dann in dem Moment fällt es einem nicht ein? Ich habe das aufgeschrieben. Ich habe doch in meinem sinnhaften System hier, ich muss es direkt nachschauen. Weil Jules spielt darauf an, dass ich erklärt habe bei den Mondfischen. Scheiße, ich habe hier nur die Links verlinkt. Schlimm sowas. Okay, es waren die japanischen irgendwas mit S. Gott, ich komme nämlich nicht drauf klar, das nicht zu wissen. Ich lebe da jetzt mit. Geil, das kommt alle 5 Minuten, kommt so. Oh. Ich muss wissen. Ja. Ich weiß doch noch, was habe ich euch denn erzählt, alle, die ihr da wart? Wofür, das war ein Steuerbezahlsystem in Japan. Man konnte die Steuern in Mondfisch bezahlen. In der Dynastie der irgendwas mit S. Sag doch mal was. Kann das mal bitte jemand nachgucken? Inge, wenn so, man Mondfisch die haben nicht gut genug und aufgepasst. Steuern eingibt. Hast du es gerade gemacht? Ah, das Wort. Ich habe meine Steuern nicht in Mondfisch bezahlt. Es geht ja. Was? Nee, Horst, ich meinte, er kennt nur die Edo-Zeit. Nein. Mondfisch, Japan, Steuern, das muss es jetzt geben. Das ist doch bei Wikipedia auch gewesen. Mondfisch, Scheiße. Japan, Steuern. kann doch nicht von Sylvia Earle erklären. Hast du und dann gleichzeitig. Hast du deine Aufzeichnung? Im 16. Jahrhundert. Natürlich habe ich die Aufzeichnung, aber ich habe es nicht hier liegen, sondern da drüben beim. Ich habe doch einen Artikel darüber geschrieben. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ach ja, stimmt, da steht das auch drin. Da muss es doch auch drin stehen. Da steht doch jeden Scheiß hier verballert. Da steht's drin. Ja, ich erinnere mich, dass es da drin steht. Ja. Shogun! Yes! Ich weiß es wieder. So. Oh. Zurück zu Sylvia Earle. Das war eine fiese Anmerkung. Oh Gott, die hat mich echt in Stress gebracht. Okay. Sylvia ist berühmt geworden über TagTide 2, Mission 6. Sie war die Leaderfrau von einem All-Woman-Team, passend zu unserem Weltfrauentag heute. Danach wurde sie überall eingeladen. Sie war in diversen Talkshows, also so David Letterman von damals quasi. Und sie hat auch angefangen, mit National Geographic zu arbeiten und so eine Sachen. Und dann kam 1975, 5 Jahre später, also ich habe auch so ein paar persönliche Sachen, die interessieren uns als Frauen, die sozialen Dinge. Interessieren uns ja immer. Und sie hatte eine Komodo-Expedition am Start. Ihr Mann auch. Die hatten beide ein Ticket für die Komodo-Expedition. Eigentlich ganz geil, ne? Mhm. 2 Leute aus Harvard. Er, der Leiter des Natural History Museums. Sie, ja, total bekannt durch ihre anderen Sachen. Die war aber auch immer noch in Harvard mit dem gemeinsamen Kind. Und sie hatte auch die
ersten beiden Kinder aus der ersten Ehe hatte sie wahrscheinlich mitbetreut. Ich glaube, sie war vorübergehend auch mal alleinerziehend, bevor sie den zweiten Mann hatte. Tja, und sie hatten beide Tickets. Sie ist geflogen. Ihr Mann hat gesagt, ich komme nach. Und was passierte? Rate Sie hat mal. jemanden kennengelernt. Nein. Er hat jemanden kennengelernt. Keine Ahnung. Er kam nicht. Aber ja. Er kam nicht. Er kam nicht. Genau. Er ist nicht nachgekommen. Er hatte ein Ticket und hat sich gesagt, so what? Wir wissen die Gründe nicht. Nach Man Komo. kann nur vermuten, Ja, nach okay, Komodo, ja. auf eine Komodo-Expedition. Aber man muss dazu halt, also Kontext der Sache, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch interpretiere, aber ich glaube, sie hat es bei Mission Blue auch so ein bisschen so interpretiert. Oder irgendwer, ich habe ja super viel gelesen in den letzten 14 Tagen über die Frau, irgendwer hat Ich es halt auf merke jeden Fall auch so interpretiert. Ja, es ist schlimm. schon. Gib mir ein Thema. Schlimm. Auf jeden Fall, irgendwer hatte erwähnt, naja, du musst dir vorstellen, du bist in Harvard der Museumsleiter, dann kommst du, bist du, zu dem Zeitpunkt ist er auch nach LA schon gegangen und hat das Naturkundemuseum geleitet. Sie war auch mit ihm in LA, sie war quasi Frau des Museumsdirektors, aber auf einmal wurde sie mit so einer Mission extrem berühmt in Amerika und war nicht mehr nur eine so, ja, okay, bekannte Frau, sondern sie hatte halt ein eigenes Leben und war Medienstar. Und vielleicht bekam ihm das nicht gut. Sie war sich nicht bewusst, dass er diese Expedition nicht antreten würde. So kam es zumindest bei Mission Blue rüber, als sie darüber gesprochen hat. Sie hat das ganz wohlwollend so, ja. Und er kam halt nicht. Und dann war es auch irgendwie zu Ende. Ja. Und genau, also sie war halt in Komodo, hat die Expedition mitgemacht und ist dann zurückgekommen, war in 76, also 4 Jahre vor meiner Geburt, Kuratorin und Forschungsbiologin am, das heißt California Academy of Science. Also sie hat einfach in Kalifornien weitergemacht. Also er war ja auch in LA mit dem gemeinsamen, sie haben ja ein gemeinsames Kind. Ich frage mich immer, wie hat die Frau das geschafft, mit ihren ganzen Expeditionen dieses drei Kinder irgendwie hinzukriegen? Also sie hat sowieso extrem jonglieren müssen, irgendwie mit den Expeditionen. Und der erste Mann hat ja dann immerhin bei ihren ersten Expeditionen noch auf die ersten beiden Kinder aufgepasst. Hat der zweite Mann das dann auch so gemacht und ist dann nach Komodo nicht nachgekommen? Naja, wahrscheinlich eher Tja. Nanny. Ich meine, wenn die da beide in Harvard gearbeitet haben, haben die sich ja ganz gut verdient. Und dann hatten die wahrscheinlich eine Nanny. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, sie hat auf jeden Fall ein gutes Verhältnis, zumindest zu einem von ihren Kindern. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich gehe mal davon aus, auch zu den anderen. Die wirkt auf jeden Fall in den Medien sehr Ja, sympathisch, sagen wir mal so. das stimmt. Das finde ich auch. Die hat dann in 79 einen Tauchrekord gemacht. Sie ist auf 381 Metern mit so einem, der hieß Jim. Kennst du bestimmt, ne? Hast du von gehört, So dass ein der Anzug, oder? Tauchanzug, das war so ein, ja, Bist du so, sieht wo? im Prinzip aus wie ein Raumanzug. Ja. Ja. Man kann sich, glaube ich, nicht gut drin bewegen. Auf jeden Fall war sie 2,5 Stunden unter Wasser mit diesem, unter dem Druck in ja, über 300 Meter Tiefe. Also 381 Meter tief war das auf dem Ozeangrund. Sie beschreibt das in diesem, ich glaube, es war auch wieder in Mission Blue, in dem Film, den es auf Amazon zu sehen gibt, als super interessant. Weil damals konnte man so tief nicht einfach tauchen normalerweise. Man muss ja immer Dekompression machen. Aber mit dem Tauchanzug ging das in einer Tiefe runter und relativ schnell wieder hoch, wofür man normalerweise 20 Wochen Dekompression gebraucht hätte, wenn man normal getaucht wäre, erwähnt sie. Kennst du es mit der Dekompression auch so? Wie tief warst du eigentlich sonst so, Jules, Ach so, ja klar, wenn du ich tauchst? war, ich glaube, ich war mal so, ich weiß nicht, ich glaube, ich war mal sogar fast knapp auf 50 Metern, aber das ist eigentlich ein großes No-No-No.
Nee, also normales Sporttauchen, Gerätetauchen ist eigentlich auf 30 bis 40 Meter beschränkt. Das kommt immer so ein bisschen auf die Regulierung pro Land an. Also ich glaube, mit dem Tauchschein darfst du eigentlich bis 40 Meter, aber die meisten Länder sagen 30 Meter, weil es ab da quasi gefährlich wird. Genau, und da hast du also du tauchst da in der Regel eigentlich so, dass du keine Dekompressionszeit brauchst. Aber sobald du halt technisch tauchst, das heißt tiefer tauchst, dann hast du auch mehrere Flaschen. Da musst du eben deine Dekompressionsstops machen und musst dann eben irgendwie, ja, teilweise dann irgendwie eine Stunde auf 20 Meter abhängen und dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde auf 10 Metern abhängen und so. Genau, das geht dann ganz langsam hoch und dann hängst du da einfach nur rum. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, warum man das macht. Da tauchst du da runter, es ist dunkel, da ist nichts. Du brauchst dann irgendwie, da kann teilweise ein Tauchgang 12 Stunden dauern oder so. Du kannst ja nicht trinken, du kannst ja nicht essen. Das wird kalt. Also so, why? Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt Leute, die finden das halt cool und die machen das und sollen sie auch gerne machen. Genau, und dann gibt es halt die richtig krassen Leute. Die halt so professionell, das hat einen Namen, aber der fällt mir gerade nicht ein, professionell tauchen, die so Arbeiten an Bohrinseln oder so erledigen. Und die gehen dann runter eben auch auf teilweise irgendwie 150, 200 Meter oder sowas. Und die haben dann auch so Dekompressionskapseln quasi, wo die drin wohnen. Also die tauchen da eben auch so ein bisschen, wie du das beschrieben hast. Du hast diese Kapsel, du wohnst da drin, da ist der Druck drauf, sodass du eben da drin einfach sein kannst und das kein Problem ist. Und dann tauchst du da eben raus und arbeitest und tauchst da wieder rein und dann machen die das irgendwie 10 Tage oder sowas und dann gehen die wieder hoch und da auch in eine Druckkammer, wo dann langsam der Druck reguliert wird und alter, total kranker Job. Also ich denke mal, dass die extrem gut bezahlt werden, aber es ist auch wirklich ein extrem Ja, Bernie. krasser Job. Also so, ich glaube, für kein Geld der Welt würde ich das machen. Das ist mir echt zu heftig und auch gruselig. Aber ja, genau, aber die Dekompression, Ja. das musst du halt machen, weil die Sache ist, wenn du unter Wasser tauchst mit Gerät und Sauerstoff, ne, und du atmest diesen Sauerstoff ein, es ist so, du hast unter Wasser ja einen sehr großen Druck. Und durch diesen Druck geht der Stickstoff in der Luft, die du atmest, der bei 72% liegt, der wird quasi durch den Druck flüssig und geht in dein Gewebe rein. Und wenn du dann wieder hochgehst und der Druck weniger wird, wird dieser Stickstoff wieder gasförmig und strömt aus deinem Gewebe raus. Und wenn du eben zu schnell hochgehst, dann kommt der halt so ein bisschen wie so Flasche Cola aufdrehen, ne? Dann kommt das so als Blasen raus. Und wenn natürlich Blasen aus deinem Gewebe rausblubbern, ist das richtig ungesund und kann auch eben tödlich sein. Und deswegen muss man ganz langsam aufsteigen, damit dieser Stickstoff langsam quasi aus dampfen kann, sage ich mal, und nicht als Blasen dich aufblubbert. Das steckt da dahinter. Ja, echt super faszinierend. Und das ist eben auch das, womit die Sylvia Earle immer wieder in Kontakt war. Die hat dann nämlich angefangen, ein bisschen tiefer zu tauchen, nachdem sie sich ja sonst immer eher auf Schiffen bewegt hat oder auch dieses Tech-Teil 2, das war nicht total tief, das war in dieser Range, die du gerade auch beschrieben hast, wo man normales Tauchen auch machen kann und natürlich Dekompression machen muss, aber nicht extrem lange. Also. Aber sie hat diesen Jim, diesen Tauchanzug benutzt, der aussieht wie so ein Raumanzug, aber noch ein bisschen unbeweglicher So ein bisschen wirkt der. Aber okay, es ist auch. Robotermäßig. Ja, total. Du siehst aus wie, weißt du noch, dieser Roboter, den wir kennengelernt haben, als wir auf der Republika waren, wo ich Macarena mit dem getanzt habe. Das war so ein Roboter, der durch die Gegend Ach gefahren ist. Das ist so ein ja. Posting-Roboter, der kann auch immer nur so machen. Das war der So sah Pflegeroboter, das aus. der im Ah Altenheim die ja. Leute bespaßen soll. Ich glaube, die werden mittlerweile schon eingesetzt. Ja, hoffentlich. Ich meine, jetzt macht ja auch noch mehr Sinn, Ja, das dass die stimmt. da Macarena mal tanzen können. Ich hätte den jetzt, wo du sagst, ich hätte den auch jetzt ganz gerne zum Macarena tanzen mal hier. Hier tanzt sonst keiner mit mir. Oh, nicht mal der Dugan? Macarena. Der ist abgestürzt. Der ist beleidigt, weil ich vorhin eine Lesung gemacht habe und da die Bettwanze arbeiten dürfen. Und er ist immer noch nicht dran.
Ja, du darfst gleich, Gott, wenn wir Silvia durch haben, dann darfst du ja. orakeln. Ja, Moment, Silvia. Ich mache ja hier mal. Ich habe 9 Seiten, aber ich bin. Ist alles gut. Ich mache zwischendurch dann irgendwann Schluss. Sorry, ich bin ein bisschen irre, was das. Warte, warte, warte. Also, sie ist mit diesem Jim da runter, also diesem Anzug. Und dann hat sie auch nochmal das Licht ausschalten lassen. Wahrscheinlich, weil sie nämlich, ich habe ganz am Anfang ja erzählt, für die, die da waren, es gab ein William Beebe. William Beebe, also so wie Piep, aber Beebe. Das war, ich glaube, es war ein Amerikaner, der hat einen Tieftauchrekord gemacht in 1934 auf 923 Meter Tiefe mit seiner Taucherglocke, die er mit einem Kumpan entwickelt hatte. Und der hat halt Tiere beschrieben. Es war damals ja dunkel da unten mit seiner Taucherglocke. Er war der Erste, der das gemacht hat. Und er hat fantastische Lichtwesen beschrieben und so. Und auch ein Tier, was bis heute niemand wieder gesehen hat. Was aber auch nicht so unwahrscheinlich ist, dass man in diesem riesigen Ozean mal ein Tier sieht und dann nie wieder sieht, weil da unten ist es halt sehr dunkel. Und diesem William Beebe, dem wurde das nicht unbedingt geglaubt. Da haben manche Leute halt auch gesagt, ey, was bist du großkotzig? So in dem, also ich flachs jetzt, ich übertreibe das jetzt mal so ein bisschen, was ich gelesen habe, aber das konnten die Leute nicht nachvollziehen, was er beschrieben hat. Und das war ein total krasser Typ, der hat immer alles aufgeschrieben, was er gesehen hat, anscheinend. Also ein echt guter Forscher. Und sie hat dann gesagt, als sie mit diesem Tauchanzug da unten war, etwas, was man sonst nicht gemacht hat, macht mal bitte das Licht aus. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann hat sie eben auch festgestellt, dass es in der Tiefsee, wo sie war, Tiere gibt, die selbst leuchten. Also so wie er, das er auch schon beschrieben hatte, vor 30 Jahre vorher oder 40 Jahre vorher. Also, fand ich sehr krass. Aber hat man es ihr dann geglaubt, weil sie eine Frau ist? Oder nicht, weil sie eine Frau ist? Ja, in der Zwischenzeit sind ja noch mehr Leute getaucht, aber nicht jemand mit so einem Tauchsuit. Also Ja. ich glaube schon, dass man ihr das geglaubt hat. Aber sie hat eben als eine der wenigen gesagt, mach mal bitte das Licht aus. Das ist ungewöhnlich. War zu dem Zeitpunkt nicht normal, dass jemand da gewünscht hat, auf fast 400 Meter Tiefe freitauchend, also so gut wie freitauchend. Sie hatte schon noch einen Anschluss, aber nicht jetzt. Sie Ja. war trotzdem autark in diesem Ding. Ja. Zu sagen, jetzt mach mal bitte das Licht aus. Also, es gibt auch super viele Leute, die würden dann total Panik schieben und sagen, nee, nee, ich möchte, also auch wenn ich jetzt hier unten bin, das ist irgendwie gruselig. Und Ja. sie wollte sehen, was man dann auch sehen kann, wenn das Licht aus Ja. ist. Und da hat sie auch. Und sie hatte Greifarme an dem Anzug und hat danach einen Typen kennengelernt und hat sich über diese Greifarme echauffiert, dass sie nicht so richtig geil sind. Und dann hat sie rausgefunden, dass sie sich mit dem Typen unterhält, mit dem Ingenieur, der Der die sie gebaut Greifarme hat. erfunden hat. Ja. Aber das ist so ein Klassiker, das passiert, glaube ich, jedem Mal, oder? Im Leben. Ja. Dass man sich über irgendwas Ja. beschwert und dann genau bei der Person, die das irgendwie so über ein Essen oder so oder ein Kuchen oder ja. Ja. Das berühmte Klassiker. Fettnäpfchen. Ja. Ja. Ein Also sie Klassiker. ist mitten rein, ne? Sie so, ja, ich bin dann da getaucht. Und die, aber die Greifarme, also da kann man echt noch was verbessern. Und er so, ich hab jahrelang an den Greifarmen rumgedoktert. Der war erstmal ein bisschen pisst und hat sie dann später Ich wollte geheiratet. gerade sagen, und dann, ja. Ja, ich suche auch noch den Mann. Er ist so ein bisschen so, oh, und dann, vielleicht doch nicht so schlecht. Ja, das war Graham Hawkes. Das war so ein Entwicklungsingenieur, der jahrelang einer der Ingenieure mit den bekanntesten und besten Tauchrobotern, U-Booten, befahrbaren Dingern. Also er hat da lange Zeit dran gearbeitet und mit dem war sie dann von 86 bis 92 auch verheiratet und hat auch Firmen gegründet. Dann kam nämlich die Zeit, wo sie angefangen hat, in Firmen einzusteigen, die sie selber mit etabliert hat. Und das ist auch so ein Ding von Sylvia Earle. Die hat U-Boote genutzt, die hat diesen Jim-Suit da ausprobiert, auch tiefer als der eigentlich zugelassen war. Also super neugierig, die Frau, und mal testen, wo die Grenzen wirklich sind. Und die hat dann eben Sachen selber entwickelt, weil sie auch weiß, was man braucht, ne? Das weiß natürlich ein Ingenieur, der da nie war, nicht.
Und die haben dann auch so Greifarme, die wahrscheinlich auch super interessant sind für die medizinische Technik, wo du ein Ei mitgreifen kannst, das dann nicht kaputt drückt, weil du musst das ja, die menschliche Hand ist ja super im filigranen Tasten, aber so ein Computer, den zu programmieren, dass das nicht kaputt macht. Ich meine, wir haben heute die Technik, die ist jetzt nicht so sophisticated und trotzdem schon schwierig. Und andere Leute bauen Tauchroboter. Ja, lass mich mal drüber nachdenken. Wir halt nicht. Wir nicht. Aber wir sprechen drüber. Ja. Das können wir halt Ja, drüber sprechen. genau. Also Sylvia hat Anfang der 80er zusammen mit diesem Graham Hawks, ihrem späteren Ehemann, also die haben ja erst 86 geheiratet, vorher haben sie doch mal Firmen gegründet. Was Deep man Ocean halt so macht. Engineering und Deep Ocean Technology. Wir sind ja auch noch nicht verheiratet, Jules. Wir haben ein Projekt gegründet, aber wir sind alle nicht verheiratet. Wobei es für André auch schwierig wird, zwei Frauen in Deutschland gleichzeitig zu heiraten, plus seine Freundin. Naja, also sie hat mit. Den habe ich nicht verstanden. Du verstehst den Gedanken, es macht auch nichts. Man gründet erst, der Gedankengang Also war, ist uns immer zu überhaupt heiraten, nicht mehr also. witzig. Ja! Ah, ich habe es gar nicht Ja! gerafft, okay. Es macht nichts. Es wird dann nicht mehr witzig, wenn man es erklärt. Nee. Aber es macht nichts. Prost! Prost, Julia, Prost. auf den Weltfrauentag. Ja, haben wir uns verdient. Ich kann schon nicht, ich muss lachen. Also mit dem Graham hat sie zwei Firmen gegründet. Er wurde ihr dritter Ehemann. Sie hat sich wieder scheiden lassen. Und sie hat mit dem ein relativ bekanntes Unterwasserfahrzeug erfunden, den Deep Rover. Kennst du den? Ja, den kenne Woher kennst du den denn? ich. Ich weiß nicht. Ich kenne, also keine Einfach Ahnung. Ich so. gucke halt, ja, ich gucke halt auch viele so Meeresdokus und so, ne? Da laufen einem Sachen halt über den Weg. Na gut, das schwimmt eher. Ja, Aber schwimmen einem Sachen eher über den Weg. ja, die Amerikaner haben ja so eine Maßeinheit in Fuß. Das ist dann immer alles sehr viel beeindruckender. Deep Rover kann 3000 Fuß tief tauchen. Im metrischen System sind es immerhin noch 914 Meter. Zum Vergleich, der Marianengraben ist 11 Kilometer, also 11.000 Meter tief. Aber es gab ja diesen James Cameron, oder den gibt es auch immer noch. Also sowohl Sylvia Earle als auch James Cameron leben beide noch. Und die haben zusammen an seinem Tiefseeboot auch gearbeitet. Der ist dann ja in 2012 in den Marianengraben abgetaucht, als zweiter Mensch überhaupt. Und da hat sie mitgearbeitet. Oh, Und Belana ist schockiert. André hat zwei Freunde und noch eine Freundin. Ja, er hat uns, André hat Jules und mich und einen Dugong und eine Freundin und einen Hund. Das ist complete. Also Jules, Inga, Dilan, Hund, Freundin. So, wobei an erster Stelle kommt Freundin, dann kommt Hund, dann kommen Jules und ich und dann kommt Dilan. Obwohl vielleicht ist der Dugong in der Reihenfolge noch weiter oben, das weiß man nicht. Ich war beeindruckt, Müssen dass wir du ihn deine mal fragen. Finger so perfekt mit dem Zählen abspreizen konntest. Ja, Klavierspielerhände. ja, aber hallo. Ah! Macht nichts. Du kannst Kickboxen, das kann ich nicht. Jeder kann irgendwas. Genau, also die haben den Deep Rover zusammen entwickelt, sie und ihr damaliger Mann. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo sie mal zur Noah gegangen ist. Ich glaube, wir müssen hier, Ein Belana, beliebter wir machen nur Ort. Witze, ne? Das ist Ja. nochmal totaler Schock, nicht, dass hier unsere Ironie falsch verstanden. Oh, meine Pflanzen fallen Pingu von kann dir. ganz. Was, deine Pflanzen? Ja. They don't approve den Weltfrauentag. Pingu kann nichts und Und davon das. ganz viel und sagt guten Abend. Das finde ich gut.
Das Ja, es sind sind ein wir auch paar, gut es sind ein drin. paar Leute gekommen. Ich glaube, wir müssen uns mal nochmal entschuldigen für die beschissene Bildqualität. Wir haben es jetzt geschafft, eine bisschen bessere Audioqualität zu haben. Zum Weltfrauentag hat André uns sitzen gelassen. Und wir mussten. So in etwa. Nicht Wir mit mussten. Absicht. Ja, Nein, es nicht war mit nicht Absicht. mit Absicht. Ja. Und wir mussten uns selber um den Stream kümmern und kurz in 3 Stunden lernen und rausfinden, wie man bei Twitch streamt. Was geklappt hat, aber man kann halt nicht alles haben. Dafür leidet die Bildqualität aufgrund von beschissenem Internet. Aber ihr könnt ja unseren schönen Stimmchen lauschen. Und nebenbei was Wie malen ein oder Pod. so. Ja, Mandalas zur Beruhigung am Ja, zum Beispiel. Weltfrauentag. Immer beliebt. Oder was Ja, basteln außerdem für sind die wir so eine Freunde. Art Podcast. Ja, wir sind jetzt heute einfach Podcast, haben Man, wir beschlossen. wir sind so eine Art Podcast, genau. Also nur heute. Wenn André wieder da ist, dann können wir auch wieder Dann machen wir wieder ein streamen. normales Programm, genau, dann gibt es wieder Spiele, dann gibt es wieder Experimente. Wir machen heute, wir hatten echt coole Sachen vorbereitet, aber mit dem schlechten Bildqualität wäre es echt Ja. Perlen vor die Säue quasi. Ja, Ah, schau, you Berliner malt name it. gerade. Genau das Richtige. Belana, sehr gut. Ich liebe Sie auch. musste dich auch gar nicht ans Trinken erinnern. Ja, ich liebe auch malen und also Podcast hören und dazu malen. Super. Ja. Ich auch. Grafiken, Tabellen, Latte. Ja, Ich höre genau das Podcasts ist. immer nur beim Job. Ja. Data. Gott, was die Leute alles machen. Wahnsinn. Ich sag's mal so: Zwischen 1990 und 92 hat Sylvia Earle die Noah aufgemischt Was hat sie und gemacht? ist dann freiwillig wieder gegangen. Wie hat sie die aufgemischt? Sie war. Sie ist zum Beispiel. Also sie war Chefwissenschaftlerin bei der Noah. Und sie hat sich ja mit dem Meeresthemen sehr gut ausgekannt und ist dann in eine Sitzung des Fischereirats gegangen und hat dann gefragt, wie es denn eigentlich mit den Thunfischen weitergehen soll. Weil wenn man so weitermacht wie bisher, dann würden die nicht mehr so lange leben. Also man wäre sehr gut, du suchst Wasser, ne? Das Ja. ist sehr süß, wie du das machst. Sneak out of you. Das kann man natürlich in unserem Podcast nicht so gut sehen wie ich. Ich habe eine bessere Übertragungsleistung als ihr. Aber es ruckelt super schön. Ja, sie hat sich zum Thema Thunfisch erkundigt und sie wurde danach General Stör genannt. Also Stör wie der Fisch. Und aber auch auf Deutsch wie störend. Und sie wurde nie wieder für eine Sitzung des Fischereirates zugelassen. Das ist tatsächlich, der Spitzname ist auf Deutsch besser, ne? Ja. Also sie hat halt die Wissenschaft sehr ernst genommen und auch die Zahlen. Und das ist auch das, was sie heute nach wie vor macht, darüber reden, dass es den Meeren zunehmend schlechter geht und dass die Fische sterben. Sie isst auch kein Fisch, so wie du ja auch. Aus dem Grund, den sie auch in den ganzen Dokumentationen, die ich gesehen habe, immer wieder erwähnt, dass einfach Fische super lange brauchen, um ausgewachsen zu sein, sich weiter vermehren zu können und der Genuss von Sushi und allem anderen einfach dem überhaupt nicht gerecht wird, was ein Fischleben bedeutet. Und deswegen hat sie solche Sachen eben auch angesprochen, also die Problematik mit dem Sterben von Arten im Meer, unter anderem mit der Überfischung von Thunfisch. Und wurde deswegen nicht mehr zugelassen und hat sich dann überlegt, also sie war während der Zeit, das war die Zeit des Irakkriegs. Ihr wisst, das mit dem Öl und Kuwait und sie war ganz oft, also in brennenden Ölfeldern und Öl im Wasser und so. Das hat sie hat sehr oft als Gutachterin bei Ölkatastrophen mitgearbeitet und war zu ihrer Zeit bei der NOAA auch im Irak und hat sich das angeschaut. Und es war irgendwie ziemlich viel tragisch und sie konnte aber nicht so sprechen, wie sie es normalerweise als Wissenschaftlerin gewohnt war, weil die politische Ebene bei der NOAA einfach extrem ist und ist dann aus dem Job wieder ausgeschieden nach 2 Jahren, weil sie sich gesagt hat, dass sie an anderer Stelle freier und besser kommunizieren kann und dann dadurch auch mehr erreichen kann. Ja, und
seitdem ist sie als seit 98 ist sie Scientist in Residence für den National Geographic. Da sind übrigens jedes Jahr werden, das ist National Geographic. Das ist der Schlimm. Glühwein Oh wirkt Mann, auch schon. echt. Ja, stimmt. Ja, ich habe ein bisschen Glühwein getrunken, weil ich bin ja 2 Monate nicht zu Hause gewesen und hier ist alles auf Winter. Also mein Haushalt ist noch voller Spekulatius und Schokolade und ich mag überhaupt keine Schokolade. Also, Kannst du alle zu mir falls schicken. jemand in Hamburg. Gut, das erleichtert mich so ein bisschen. Ich habe hier auch Rumpflaumen und sowas. Was? Esse ich gar nicht. Okay. Ach Rumpflaumen. so, das kenne ich. Pflaumen in Rumschokolade. Schokolade. Ja. Schokolade. Ja. Ja, genau. Leute, die Schokolade mögen, die werden hier glücklich. Und Leute, die Glühwein trinken von Demeter in Demeter-Qualität, werden hier auch glücklich. So. Sie war bei der Sie Noah ist und ist da weggegangen, weil. da weggegangen, weil sie konnte da nicht so viel Genau, erreichen. weil die Noah ist halt ein Minister, also gehört zum Ministerium, gehört zum Ja. Ministry of Commerce. So, das ist natürlich eine staatliche Sache und Ja. da hast du halt dann auch nicht so viel Freiheiten, ja. Horsi, Demeter. Ja. Aber wir diskutieren jetzt lieber über Meere und Ozean und Sylvia Earle. Aber ich mag die Inhaltsstoffe bei dem Wein. Er ist immerhin nicht bei Mondschein gekeltert, sondern ganz normal. Moment, ich muss in die Küche. Genau, sie ist aus der NOAA ausgeschieden und sie hat danach nochmal wissenschaftlich weitergemacht. Ich müsste jetzt hier auf einer der neuen Seiten gucken, was sie genau dann gemacht hat. Wahrscheinlich kommt das hier irgendwo weiter später hinten. Schlimm. Egal, auf jeden Fall hat sie natürlich weitergearbeitet. Sie hat mehr für die National Geographic gemacht. Sie hatte ja auch ihre Firmen. Und sie ist dann 2011, ich mache jetzt so ein Fast Forward, kann man in dem Mission Blue auf Amazon Geo Channel auch angucken, nochmal zu Tektite 2 geschwommen mit einem Typen, der sie eben gefilmt hat. Und die ganze Unterwasserwelt, die sie da damals vorgefunden hat, die ist nicht mehr vorhanden. Also dieses Riffsterben ist so extrem und sie ist an verschiedene Orte wieder zurückgekehrt, die sie in Erinnerung hat von ihren Expeditionen. Und sie ist auch keine Ahnung, wie viel 100 Kilometer vor Australien oder so gewesen. Nichts mehr da. Also sie ist nach wie vor sehr aktiv, um Leuten klarzumachen, dass die Ozeane eigentlich unsere Lebensquelle sind. Also Sauerstoff, Kohlenstoffbindung und so weiter. Und natürlich das Leben im Ozean ist enorm. Und sie tut da alles für. Sie hat dieses Mission Blue gegründet. 2009 hat sie einen TED-Talk gehalten, der sehr bekannt geworden ist, wo sie dieses Mission Blue gegründet hat, wo sie versucht, bis 2030 30% der Meeresfläche zu Naturreservaten anzuerkennen lassen, weil ja die Hochsee zum Beispiel ist ja komplett ungeschützt, da greift kein Staat ein. Sie arbeitet zusammen mit Google momentan. Es gibt eben auch Google Unterwasser mittlerweile dank ihr, weil sie diese Google Earth-Leute kennengelernt hat und gesagt hat, warum gibt es das eigentlich nicht für Unterwasser? Deswegen kann man da jetzt auch in Korallenriffen tauchen. Und mit den sogenannten Hotspots, die ausgewiesen sind und die man auf der Mission Blue-Seite sich angucken kann, versucht sie so Reservate zu erschaffen und auch große Firmen mit ins Boot zu holen. Also Google ist da dran, ich glaube Rolex ist da, also auch bekannte Firmen, die ihr Geld geben für ihre Mission. Und das und Privatleute auch. Also ich kenne das selber aus Nordamerika, da spenden Privatpersonen relativ viel Geld von ihrem Vermögen auch an irgendwelche Unternehmungen und Stiftungen und das macht sie halt. Ja. Und wir wollten euch eigentlich einen geilen Film zeigen, den ich noch rausgesucht habe, weil ab Herbst dieses Jahres gibt es auch ein Expeditionsschiff, aber ein privates Expeditionsschiff, eigentlich so ein Urlaubsexpeditionsschiff. Das wird jetzt im März angeblich getestet, ist letztes Jahr angefangen worden zu bauen. Das heißt Sylvia Earle und das fährt dann durch die Gegend und nimmt Privatleute mit, die gutes Kleingeld in der Tasche haben.
um auf Expedition zu gehen. Das war alles, was ich zu Sylvia Earle momentan Ach. weiß und so zusammengefasst habe. Nach einer Stunde sind wir durch. Ja, ne? Ordentliche Nicht schlecht. Arbeit Ich habe nicht geleistet. alles gesagt. Das denke ich mir. Es war noch nicht ganz alles, aber ja. Du hast vorhin noch Angst gehabt, dass wir es nicht voll kriegen, ne? Ja, Die ich habe Zeit dich zum total Vor- und unterschätzt, Scheiße. Digga. Research. Geil, aber ich Und hätte. dabei habe ich nicht alles angeguckt. Ich hätte voll gern Dugong und Orakel. Weil. Dugong Orakel, Moment, ich frage mal, ob der Herr überhaupt arbeiten will, Ja, weil. ist er beleidigt? Hallo, Dejan. Wow. Jules, Ja, irgendwie war der es ist Song gerade. Weltfrauentag. Ja, Wo ist dein Blumenstrauß? Blumenstrauß, zeig dir Blumenstrauß. Hast du wirklich einen Blumenstrauß? warte. Du hast nicht im Ernst einen Blumenstrauß. frisch ist das nicht, oder? Ich weiß nicht, es sind Tulpen. Wir wissen nicht, wo kommen denn die Qualitätstulpen Nee, her? nee, die Julia? schlafen nur, die schlafen nur. Morgen stehen sie wieder. Nein, die sind schon 10 Tage alt oder so. Die habe ich mir selber gekauft. Mein Freund kauft mir keine Ja! Blumen, also muss ich mir selber welche kaufen. Warte mal, ist Marius noch irgendwo? Nee, ja, doch. Der hat das jetzt gehört. Er macht das aus Was Prinzip. ist da Er macht los? das aus Prinzip nicht, weil er sagt, er verschenkt keine toten Sachen. Er könnte ja jetzt im Frühling, da werden immer so Körbe angeboten mit Zwiebeln, die dann erblühen. Ja. Das sind lebende Blumen. Und ich habe zu meiner hellen Freude gesehen auf meinem Balkon, dass die Zwiebeln, die ich vom letzten Jahr, die ich mir auch selbst gekauft habe, wieder austreiben. Und zwar meine liebsten kleinen glockenblumenartigen Blumen. Es Die sind Vase natürlich ist überhaupt richtig gut. keine Es Glockenblumen. wurde bemerkt im Chat. Ich mach mal. Die Vase ist auf jeden Fall richtig gut. Das ist so quasi ein Ja, die ist blumenkotzender super. Fisch. Ja. Hatten wir nicht schon mal darüber gesprochen, dass die mal in irgendwas involviert werden muss, gemeinsam mit deiner Tasche, zu der ich dir noch so Kulleraugen schulde, von denen ich schon mal Stimmt. erzählt habe, dass ich sie hätte? Ich habe Stimmt. sie auch noch. Machen Du hast die Tasche. wir noch. Ja, die Vase ist super. Bei uns sind keine Blumen. Ja, bei uns sind keine Blumen. Aber wir haben das wahnsinnig schöne Wissenschaftsjahr 1617 Quartett. Du erinnerst dich? Na klar. Ich bin gespannt, was die Dieses nächste Woche bringt. Quartett, das ist extra von uns für alle, die es noch nicht wissen. Wir haben das Quartett bekommen, als plötzlich Wissen damals noch auf der Straße unterwegs waren und wir es unter die Leute bringen wollten. Und seitdem gibt es das Dugong-Orakel. Das wird mit diesem jungen Herrn ein Dugong. Wer nicht weiß, was ein Dugong ist, es steht auf unserer Website und wir haben es auch in einem YouTube-Video, wo wir mit Abzu getaucht sind, nochmal. Da habe ich schon mal darüber gesprochen, nicht wahr? Ja, und Hm. ich auch. Ja, Stimmt, du auch. da kann man das nachlesen. Und hier gibt es, ich weiß, wie habe ich das denn sonst gemacht? Ich sag Habe ich ihn Stopp. weggelegt, um das die Karte zu. Ja, ich weiß, du sagst Stopp, aber Ja, ich muss ich glaube. weg. Was? Ja! Scheiße. Ich muss erstmal die Karte organisieren. Ich halte die mal so. Bescheuert wie immer. Ich sehe sie selber auch nicht und du bist ja. Stopp. Warte. Achso, ja. Ja, soll ich nochmal? Mach Soll nochmal. ich mal so Mach drüber? nochmal. Ich fange hier an und dann Ja. manchmal. Okay, das ist eindeutig. Das ist eine mir noch nicht bekannte Karte. Muss sie jetzt gleich dem Dugong vorlesen und natürlich dir. Das Dugong-Orakel kann die nächste Woche vorhersagen. Es ist extrem präzise. Es ist bis jetzt immer alles eingetroffen. Ja, weil ich es kann. Ja, weil du es kannst. Folgendes wird bei Jules passieren. Was steht da? Na, guck mal hier. Hallig Flieder.
Halligflieder? Die hatte doch gerade Blumen. Du kriegst nächste Woche Blumen. Oh. Flieder. Blau blühender Flieder. Der blüht doch noch zum gar nicht. Weltfrauentag. Doch, bei dir schon. Das gibt's aus dem Blumenladen und es blüht. Oder es gibt's als Zwiebel. Als Zwiebel. Irgendwer wird dir eine Zwiebel schenken. Da bin ich von ja Heiligflieder. Eine Heiligfliederzwiebel. Also für alle, die wissen wollen, was es mit Heiligflieder auf sich hat, in diesem Quartett wird alles ordentlich beschrieben. Der Halligflieder hat zwar die gleiche bläulich-lila Färbung wie der gewöhnliche Flieder, wird allerdings nur 15 bis 30 Zentimeter hoch. Wie die Strandaster, das über die Wurzeln aufgenommene Salzwasser... wie die Strandaster hat auch der Halligflieder Möglichkeiten entwickelt, das über die Wurzeln aufgenommene Salzwasser auszuscheiden. Über spezielle Drüsen transportiert er es nach draußen. Jules, das war deine Karte. Aha. Das sind jetzt die Blumen, die ich also zum ich muss... Weltfrauentag kriege. Nein, 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 nein. Du kriegst nicht diese Blumen. Nächste Woche. Weil diese Blumen wären ja sofort tot. Also die kommende Woche. Also okay. Ab jetzt. Also okay. Kannst du mit Pflanzen... Du kannst auf Pflanzen warten. Auf Pflanzen wartet man besonders gut, wenn man weiß, dass sie kommen. Und wenn sie nicht zu dir zu Hause kommen, dann musst du draußen gucken. Okay. Vor der Tür. Da kommen Pflanzen aus dem Boden. Ja, das stimmt. Souverän wie immer. Ja. Das stimmt. Als wäre er je draußen gewesen. Ja. Die ich gepflanzt habe. Mega. Die kommen schon, ja. Ha! Als hätte ich es gewusst. Ja, so hast du so super gewusst. Das ist Wahnsinn, was der alles vorhersehen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt im Frühling die Pflanzen kommen. Nee. Doch. Damit kann man ja nicht Habe ich dir schon mal erklärt. Also ist ein großer Pflanzenexperte. Sollen wir in den Chat fragen, ob sie auch eine Vorhersage wollen? Der Erste, der eine Zahl reinschreibt. Ja. Der Erste, deine Zahl, Teufelszeug, was jetzt wächst. Horsi ist, glaube ich, nicht interessiert an Pflanzen. Oh, ich glaube, da hat jemand Allergien. Also diese Pflanzen, die in diesem Quartett enthalten sind, hier ist nichts mit Pollen dabei. Hier sind nur, normalerweise sind es auch Tiere, oder Dilan? Ja, Tiere. Gefährliche Tiere. Liebe Tiere. Tiere aller Art. Tiere mit Wasser. Mit Salzwasser. Pflanzen mit Salzwasser. Tiere mit Salzwasser. Pflanzen mit Salzwasser. Souverän. Ja, also wenn jemand noch einen Dugong-Orakel haben möchte, dann kann er sich gerne melden. Das ist steht auf Abruf bereit, würde ich mal sagen. Wir haben aber noch, es ist Weltfrauentag, Dilan, und du bist ein Männchen, oder? Ja. Oh, Horsi will 5. Ich muss dich noch mal kurz wegmachen. Was? Ja, kurz wegmachen. Ich muss jetzt erstmal. Also du kannst jetzt noch sagen, von links oder von rechts. Weil ich würde dann die Karte 5 von links oder von rechts abzählen. Horsi. Links oder rechts? Das wäre links. Links. Das wäre okay. Links. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dilan. Ja. Horst, die braucht noch die Vorhersage für nächste Woche. Bist du bereit? Ja. Kannst du lesen? Nein. Okay, ich lese vor. Horst, die Achtung, Achtung. Kelpfisch. Kelpfisch. Also, Horst, die nächste Woche wirst du leider kein Vegetarier, weil entweder isst du Fisch oder Kalb. Dilan, das Kelpfisch. Kalbfisch. Kelpfisch, Kelp, das ist das mit dem grünen Zeug, das im Meer wächst. Ach so, also nächste Woche wirst du Fischschützer. Du wirst Fische nicht, ich verstehe das nicht, Kalbfisch. Nein, nicht Kalb, Kelp. Ach so, Horsti, nächste Woche ist einfach kein Fisch. Dann wird es dir gut gehen. Und du tust was für die Umwelt und für die Pflanzen. Weil Kelpfisch schützt nämlich den Kelpwal. Steht das da?
kann ich lesen? Also erstmal, Horsti, deine nächste Woche sieht in etwa so aus. So. Oh, der ist aber hübsch. Es ist ein, der ist ein sehr schöner Fisch. Der Cape Felder. Achso, okay. Ist ja, die, ist die Cape Felder, sorry. Ja. Ja, genau. Also ich lese mal ganz kurz vor, Jules. Der Kelpfisch lebt in den wellenexponierten und der Strömung ausgesetzten Bereichen in den Tangwäldern, ne, Kelp, vor den Küsten Australiens und Neuseelands und im Ostpazifik. Ich sag doch, er verreist zum Fisch. Das stimmt, aber du hast überhaupt nichts über Verreisen gesagt. Du hast was über Kälber gesagt und über Fische. Ach. Man erkennt ihn an seinem gescheckten braun-weißen Muster. So ist er in den Algen bestens getarnt. Er ernährt sich vor allem von wirbellosen Tieren und kleinen Fischen. Ich hab ja gesagt, er isst Fisch. Aber es ging doch um Horsties nächste Woche, nicht um das Fisch nächste Woche. Beide essen nächste Woche Fisch. Horsti, isst du überhaupt Fisch? Wenn er kein Fisch ist, isst er Kalb. Es heißt aber Kelp. Ist da halt Kelp. Kelp. Ich glaube, das klappt heute nicht so gut mit der. Ich glaube, nee. Du bist ein bisschen aus der Übung. Mit dem Zukunftsvorhersagen. Ja, ich habe aber auch 2 Monate in der Salzbadewanne rumgehangen. Und es gab kein Salz am Ende mehr. Es war nicht gut. Aber jetzt gibt es das ja wieder. Ja. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch gleich hin. Alles mit Fisch. Ja, also nächste Woche, Horsti schreibt, alles mit Fisch gibt es wohl alles mit. Ich habe doch gesagt, er isst nächste Woche Fisch. Das ist aber meine Vorhersage. Aber richtig. Ich gehe jetzt schwimmen. Tschüss. Tschüss, sein Getränk ist alle. Ja, gerade nicht, recht, um über... Ganz, aber... Noch nicht ganz? Noch nicht ganz, aber. Weil, stell dir mal vor, André wäre jetzt dabei und er hätte auch noch jemanden vorbereitet, so wie du ja auch jemanden vorbereitet hast. Das stimmt, Inga, aber ich bin halt nicht du. Dich. Deswegen habe ich keine neuen Seiten. Und das Ganze ist ganz schnell vorbei. Nein, plus habe ich. Nachfragen bestimmt. Ja, nein, plus ich habe. Natürlich eine Person, die nicht so extrem bekannt ist und deswegen gibt es zu der halt auch nicht so viel zu lesen. Oder es gibt natürlich schon viel zu lesen, aber nicht so detailliert ihr Leben und so. Ne? Also dementsprechend hat man dann auch nicht unbedingt so viel Material. Und die ist jünger. Und sie ist jünger. Ja 40 Jahre jünger, oder? Ja, ja, genau. Und dann, wer weiß, in 40 Jahren, da kannst du wahrscheinlich auch, also ich meine, hey, hätte wahrscheinlich auch so 90 Seiten schreiben können, aber nein. Ich bin nicht in Recherchewahn verfallen. Nee, und zwar geht es um quasi Deutschlands bekannteste Meeresbiologin, Antje Boetius, die auch quasi meine ehemalige Professorin, Arbeitskollegin, Büronachbarin ist oder war. Genau, und die ist, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob hier von euch jemand schon mal von der gehört hat. Der Chat darf sich sehr gerne melden. Ja, tut uns leid für die schlechte Bildqualität des Internets, ist scheiße. Aber wir erzählen ganz toll, das Bild ist nicht so wichtig. Nichts von Antje gehört. Du hast noch nie, du schon, du kennst Antje, aber du weißt nichts weiter über. Ich schon, aber Olaf nicht. Achso, Olaf, ja. Ja, nee, ich weiß, ja. Ja. Ja, nein, also man ist vielleicht schon mal irgendwie im Fernsehen über den Weg gelaufen oder so. Also es ist so, dass Antje halt schon sehr viel im Fernsehen war. Die ist da ziemlich gut unterwegs. Und deswegen ist ja, sie halt auch, ne? Ich sag nur 1, 2 oder 3. Mhm. Ja. Coming up, Jules. Mit Gletschern, aber okay. Dein Fachgebiet. Also für alle, die es nicht wissen, es gab, ja, von der Gletscherfachfrau... Frau Dr. Schnetzer. Na, das war jetzt amüsant. Also Julia ist natürlich immer noch marine Mikrobiologin.
Aber sie war bei 1, 2 oder 3 einer Kindersendung, die mittlerweile enttäuschend ohne Kugeln auskommt, die man nicht einsortiert, so wie früher in den 80ern. Das war das Highlight. Man kann sie nicht mehr tauschen. Na, die Kugeln sind noch da, aber du kannst sie nicht mehr tauschen. Ah, oh, fuck, ja. Du kannst die Kugeln nicht mehr tauschen. Okay, Jules war letztens nämlich im Fernsehen. Diese Kugeln wollte man gegen Fernseher eintauschen. Genau, oder Fahrräder oder genau, sowas. Der Fernseher oder Fahrräder, ja, genau. Ja. Also wir haben auch, es war, als ich dort war, es war auch, ich habe mit der Belegschaft auch darüber diskutiert und es waren alle, fanden das auch eigentlich ziemlich scheiße. Also ich weiß nicht, wer das bestimmt hat. Da war ja, ZDF. Aber Antje Boetius war noch, Antje Boetius war auch schon die mal war noch 1, nicht 2. da. Doch, war sie. Die war auch echt? Schon mal, ja, die war auch schon mal 1, 2 oder 3. Aber du warst auch da. Ja. So, du warst nämlich vor kurzem da. Ja, ist noch online. Ich glaube, es ist noch eine Woche online, wenn ihr gucken wollt. Gletscherfolge. Könnt ihr gucken. Ja. Genau, also Antje ist genau, deutlich jünger als Silvia Earle. Die ist 1967 geboren und zwar in Frankfurt am Main. Und genau, ist dann aber nach Hamburg und hat da Bio studiert und war auch so mit. Mehr war für sie halt auch schon früh ein Thema, weil ihr Opa zur See gefahren ist. Und zwar ihr Opa, das ist eigentlich auch ganz spannend, bevor der zur See gefahren ist, hat der auf der Hindenburg gearbeitet und wurde da ausgebildet als, als keine Ahnung, Zeppelinfahrer oder wie auch immer man das nennt. Und war dann auch tatsächlich dabei bei dem Hindenburg-Unfall. Und hat das überlebt und ist da rausgesprungen und hat dann da noch geholfen, ganz viel Menschen aus dem brennenden Ding zu retten, also war da auch tatsächlich ein richtiger Held. Und danach ist er irgendwie zur Marine und hat dann da eben auf Schiffen gearbeitet und ist da dann auch wieder, also ein bisschen ein also Pechvogel, aber immer mit irgendwie genug Glück. Also da war er auch bei einem Schiff, das, ich weiß jetzt nicht mehr warum, aber das auf jeden Fall gesunken ist. Und genau, das hat er auch überlebt, dieses Unglück. Also der Mann hat einiges hinter sich gehabt und auf jeden Fall ja, ist der weiter zur See gefahren und das hat wohl Antje auch damals schon als Kind und so total begeistert. Und genau, und dann ist sie nach Hamburg, hat da Bio studiert, hat da Biologie studiert und ist da schon als Studentin, ist sie auch schon auf die ersten Ausfahrten mitgegangen, was auch ja, damals auch, ich glaube, auch noch nicht so viel war. Also ich glaube, dass jetzt ist es ja so ein bisschen so, dass gerade in Bio im Studium sind ja schon sehr viele Frauen, also vor allem gerade auch im Meeresbiologiestudium sind sehr viele Frauen. Also ich würde jetzt mal so grob schätzen, hast du wahrscheinlich so 80% Frauen oder sowas. Man sieht das auch so ich war mal auf einer Korallenkonferenz, da war schon wirklich, also da waren schon wirklich sehr viele Frauen. Also es war schon Korallenkonferenz. Das geil. War, ja, also es war schon, ich weiß gar nicht, ob 80% reicht. Also es war schon wirklich sehr, sehr viele Frauen. Aber interessant ist es halt immer, was heißt interessant? Es ist halt immer so, im Studentenlevel sehr viele Frauen. Und dann in den Führungspositionen, dann wandelt sich dieses 80-20 plötzlich. Und die ganzen wenigen Männer haben plötzlich immer diese ganzen Führungspositionen und die Frauen schwappen irgendwie weg. Das, krass. Ja, das finde ich, also ja, das finde ich schon krass zu sehen. Also so eben in diesen Studiengängen oder wo man Instituten, wo du halt siehst, so, ne, irgendwie eigentlich das meiste an den Studenten sind Frauen, aber in Führungspositionen sind eigentlich nur Männer. Das ist halt schon. Naja. Ich glaube, ich brauche cool. nicht mehr zu sagen. Frauentags. Nee. Genau, und genau, Antje hat dann, die hat aber straight ihr Ding durchgezogen mit Biologie. Genau, die war in Hamburg, die war auch am Scripps Institut in San Diego und hat da auch, die war da, ich glaube, so Austauschjahr mit der Uni gemacht und die war dann da auch nochmal als Postdoc. Und dann war sie in Bremen und zwar erstmal war sie an der Jakobs-Uni als Professorin eingeschrieben. Und war, glaube ich, schon am MPI. Ja, genau, davor war sie am MPI, also Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, wo ich auch meinen Master gemacht habe und promoviert habe. Da war sie, glaube ich, als Postdoc. Dann wurde sie an der Jakobs-Uni Professorin. Und dann an der Uni Bremen. Und dann hat sie, während der Zeit hat sie eine Brückengruppe aufgebaut mit dem MPI in Bremen und dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und das Alfred-Wegener-Institut ist eigentlich, glaube ich, das größte, also Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Und ich glaube, es ist so von der Mitarbeiterzahl her das größte Meeresinstitut in Deutschland. Glaube ich.
bin ich mir nicht ganz sicher, aber glaube ich. Und ja, und ist auch weltweit sehr berühmt, weil die sehr, also total krasse Polarforschung machen. Und die haben dieses riesige Stift, die Polarstern, mit dem sie immer irgendwie in die Arktis und die Antarktis heizen und da super krasse Forschung machen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht von der Mosaikexpedition, die letztes Jahr lief, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo die sich ein ganzes Jahr lang in der Eisscholle einfrieren haben lassen und genau, und dann überwintert haben in der Arktis, was davor noch nie gemacht wurde. Und dann mit Corona war das alles auch echt ein bisschen ein Desaster, weil die dann im März vor dem Problem waren, dass die Crew nicht mehr austauschen konnten und so. Und dann ein russischer Eisbrecher irgendwie da durch. Also es war alles ein bisschen Drama. Da gab es auch irgendwie, müsst ihr mal gucken, bei ARD eine ganz coole Doku drüber. Aber das war schon echt ein bisschen aufregend, weil, ey, Alter, da steckst du fest in der Arktis, es ist arschkalt, du hast kein Internet, du bist da seit 3 Monaten. Und dann ist irgendwie Corona und du weißt überhaupt nicht, wie du irgendwie nach Hause kommst und wann. Das ist schon ganz schön krass. Und was auch so in der Welt abgeht. Also du hast so ein bisschen Internet, du kannst so ein bisschen irgendwie E-Mail schreiben, aber das ist schon eine krasse Ein Nummer. bisschen jetzt, ne? Also, da war es schlimmer als in Bremen. Ja, schon. Noch Entschuldigung, ich wollte nur schlechteres auf dem Bremer Internet. Noch Internet als schlechter hier. als. Ja. Ja, Ja. auf jeden Fall. Genau, ja, auf jeden Fall, genau. Sie hatte diese Brückengruppe am MPI und am AWI, das heißt eine Gruppe, die aber in beiden Instituten sitzt und die zusammenarbeiten. Und genau, und da hat sie halt, da ging es um, zum einen hat sie Arktisforschung gemacht und vor allem auch so zum Beispiel Algen in der Arktis. Also da gibt es zum Beispiel eine Freundin von mir, hat da dran gearbeitet, gibt es so kleine Schmelzteiche im Eis, wenn Sommer ist. Und dann hat sie zum Beispiel da die Algen, die da drin wachsen, untersucht. Und sie hat aber halt vor allem Tiefseehabitate. Das war eben auch ihr Thema. Das heißt eben so schwarze Raucher oder sowas oder auch so Walfriedhöfe. Ne? Also ein Walkadaver fällt runter in die Tiefsee, liegt da und wird dann eben gefressen von vielen Viechern. Und die Gebiete hat sie sich angeguckt und hat da vor allem eben angeguckt, was die Mikrobiologie da ist. Also was sind da für Bakterien? Was treiben die da? Und Antje war dann auch eine von den ersten, die mit Kollegen methanfressende Bakterien in der Tiefsee entdeckt hat. Also so, sie hat die ersten methanfressenden Bakterien entdeckt. Das ist so ein bisschen, aber wie, das ist halt auch so ein bisschen so Nerdwissen, weißt du, wenn ich jetzt sage, weil ich habe halt auch geguckt, für was wissenschaftlich ist sie berühmt und so, ja, sie hat die ersten methanfressenden Bakterien gefunden, da sind die meisten Leute halt auch so. Who the fuck cares? Ist halt auch so ein bisschen. Hey, die sind wichtig. Ja, natürlich sind sie das, aber ich glaube, so ist erstmal schwer. Muss man erstmal den Leuten klar machen, warum die wichtig sind. Das Sylvia Earle muss auch immer wichtig erklären, warum der Ozean für alle wichtig ist, auch Leute, die keinen Fisch essen und nicht am Ozean leben. Ja, das stimmt. Das Gleiche stimmt. Aufgabe. Ja, und auf jeden Fall, genau, Antje war halt eigentlich auch echt, also ist quasi, hat keine Expedition ausgelassen, glaube ich, die sie konnte. Also die war auf mehr als 40 Expeditionen und hat auch viele geleitet. Und Expeditionen leiten ist schon eine krasse, also wenn du da der Oberchef bist, das ist krass, ne? Ich meine, du hast dann ein Schiff unter dir, das kostet irgendwie im Schnitt 50.000 Euro am Tag. Also wenn du da auch mal irgendwas versemmelst, dass das irgendwie einen Tag länger dauert, das ist richtig teuer. Ja, es sind richtig teure Angelegenheiten, du darfst nichts verkacken. Das ist schon ganz schön Stress und Responsibility, die da auf dir lastet. Und das war auch, glaube ich, sie war auch da, glaube ich, eine der ersten Frauen, die auch wirklich so Fahrtleiterin waren. Und ja, und wie gesagt, auch echt immer auf Ausfahrt, wenn es geht. Und das ist auch krass, also weil du bist da halt auch einfach mal 3 Monate auf so einem Schiff. Irgendwo so, ne? Alleine, also da muss man auch Bock drauf haben. Und sie hatte auf jeden Fall Bock. Ja, und dann hat sie es halt jetzt echt, also man muss auch nochmal dazu sagen, sie hat echt richtig viele Preise gewonnen, auch die letzten Jahre. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe auch nochmal so grob beim CV irgendwie nur so, ah, okay, und den Preis und den Preis. Und hat halt auch, ich glaube, vor 2 Jahren hat sie auch das Bundesverdienstkreuz bekommen, für ihre Kommunikationsarbeit. Also ich meinte ja vorhin schon, dass sie eben viel im Fernsehen war. Und weil sie halt auch wahrscheinlich Spaß dran hat und Bock drauf hat,
aber weil das halt auch wichtig ist. So. Und da hat sie halt auch einfach irgendwie der Meeresforschung in Deutschland Gesicht gegeben. Und genau, ist halt auch willig, darüber zu reden. Und sie ist da auch bei Klimathemen halt auch ganz gut dabei. Und dafür hat sie halt ein Bundesverdienstkreuz bekommen, weil sie halt einfach für ihren Einsatz in der Wissenschaftskommunikation und auch Wissenschaftskommunikatorpreis und so, also da hat sie ganz, ganz ordentlich Preise gesammelt. Und jetzt ist sie halt letztendlich auch seit 2017 die Rektorin des Alfred-Wegener-Instituts, eben das größte Meeresforschungsinstitut in Deutschland. Und das ist schon ganz schön, ja, das ist schon ganz schön gut. Und genau, sie ist halt auch in der Leopoldina und sie ist auch im Wissenschaftsrat. Also der Wissenschaftsrat ist das wichtigste wissenspolitische Beratungsgremium für Deutschland. Also genau, also sie hat da auch echt schon so in allen möglichen Projekten und so, da hat sie eigentlich überall so ein bisschen ihre Finger mit drin. Also man kommt da auch echt nicht so, so an ihr vorbei. Buch hat sie auch geschrieben, also populärwissenschaftliche Buch, Das dunkle Paradies, die Entdeckung der Tiefsee. Hat sie mit ihrem Papa Henning Boetius geschrieben, der ist nämlich Schriftsteller. Das hat dann natürlich ganz gut gepasst. Da war sie auch bei TV Total, bei Stefan Raab damals war sie auch noch. Was, glaube ich, auch für einen Wissenschaftler echt ziemlich ungewöhnlich ist. Ja. Ja. An dem kann Das man auch eine Zeit lang nicht vorbei. Ja, Hast du dir voll. das Nee, angeguckt? ich habe ja, ich hab mir das angeguckt. Sorry, ich habe gerade im Chat gelesen mit, ich würde dein Internetanbieter verklagen und so. Ja. Ja, würde ich auch echt gerne. Nachvollziehbar, ja. Ja, habe ich mir angeguckt. Ja, das war, glaube ich, 2014 oder so war sie da. Ja, das habe ich mir angeguckt. Aber es war auf jeden Fall zu der Zeit, wo Stefan, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zu gegen Ende. Ich habe es da auch nicht mehr geguckt, aber manchmal so Ausschnitte, da hatte Stefan Raab keinen Bock mehr. Und wenn er so Gäste da hatte, so du hast ihm so angemerkt, der hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf die und so. Und der war immer so total abgenervt und so voll. Ja, und dann, ja, da ist dein Buch oder da ist deine CD oder. Also, es war auf jeden Fall zu der Zeit, wo er schon so richtig keinen Bock mehr hatte auf seinen Job. Das bringt dann ja echt keinen Spaß, da zu Gast zu sein, dann Nee, voll nee. doof. Nee, ich habe Stefan Raab, glaube ich, nur am Anfang, als er so populär wurde, geguckt und dann Ja, nicht so, mehr. Also ganz. als ich selber Teenager war. Ja, genau, zu der Zeit, da fand ich das auch noch witzig, aber ja, dann später war es nicht mehr so das Ding. Ja, und sonst zu Antje, also ich habe halt selber, ich habe ein bisschen mit der gearbeitet, aber ja, genau, ich habe halt eigentlich so zwei Türen neben ihr in meinem Büro gehabt und weil sie ja eine sehr beschäftigte Frau ist, also wirklich, die arbeitet mega viel, war die auch nicht so oft da. Also man hat sie nicht so oft gesehen, aber wenn sie da war, wusste man es sofort, weil man hat immer. Sie trägt gern High Heels und man hat immer die Schuhe gehört auf dem Gang. Immer tuk, 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 tuk. Und zwar so alle so, ah, Antje ist da, alles klar. Weil Antje, das finde ich eigentlich ganz Ja. cool, also quasi trotz ihrer, also so Karrierefrau, ne, das ist sie auf jeden Fall, aber sie ist halt trotzdem, hat sie ihr weibliches Ding und da hat sie halt auch richtig Bock drauf und weißt du, so nicht dieses Karrierefrau und dann wird man irgendwie so männlich oder passt sich da so ein bisschen diesem Männerding an, so, ne, die hat Bock auf ihre High Heels und so, ist voll ihr Ding und es zieht sie auch voll durch. Das ist total gut. Und ja, und sie versucht halt auch die Frauen, die für sie arbeiten, zu unterstützen. Also wenn Frauen irgendwie so aus ihrer Mutterschaftszeit zurückkommen oder so, dann oder genau dann Job. Also so, sie versucht dann auch allen Leuten irgendwie wieder Jobs zu vermitteln oder so. Also sie versteht es das auch, dass die dann irgendwie Probleme haben, wenn sie Kinder haben und sowas und nicht irgendwie so ist, so, naja, wenn du ein Kind haben willst, dann so ist es, ist deine Entscheidung und dann irgendwie. Deal with it, sondern sie versucht da auch wirklich die Leute zu unterstützen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Genau. Das heißt, die Leute, die unter ihr gearbeitet haben, haben nicht so den Stress, den ja auch Sylvia Earle mit ihrer eigenen Arbeit immer hatte, nämlich wie kriegt man das irgendwie hin, Kinder und Familie irgendwie unter einen Hut zu bringen. Das hat man ja sowieso, wenn man Familie hat, aber Ja, versucht doch. es möglicher zu machen. Ja, also doch, ich glaube, den Stress hast du trotzdem. Ich meine, du hast ja trotzdem irgendwie das Problem, dass du arbeiten musst und dann Ja, kriegst du ja. Kita und so. Aber ja, aber ich glaube, sie unterstützt halt noch mehr. Vielleicht greift sie den Leuten, die dann Kinder haben, ein bisschen mehr nochmal unter die Arme, wenn die irgendwie eine Verlängerung vom Projekt brauchen oder sowas, ne? Also,
soweit das möglich Ja. ist. Ja, weil das ist, also ich meine, da muss man halt auch heute noch sagen, dass es halt auch in der Wissenschaft für Frauen nicht so einfach ist und dass eben das eben zum Beispiel auch ein Grund ist, warum halt dann in Führungspositionen der Frauenanteil plötzlich sehr ausdünnt, weil halt Frauen Kinder kriegen und danach Probleme haben, wieder einzusteigen, weil ihnen Sachen nicht gewährt werden oder weil halt auch in der Wissenschaft, du hast halt vielleicht eine Teilzeitstelle, aber es wird von dir dann erwartet, dass du Vollzeit arbeiten kannst. So. Das ist nämlich, das ist sehr gerne da der Fall. Ja. Das, Ich habe, glaube ich, hat jemand Fragen zu Antje Boetius? Weil mir fällt nämlich gerade nichts ein. Ein Prosit, Frau Schnitzer. Ich habe Aber irgendwie, Horsi hat geschrieben, es gibt irgendwie einen Link zur Mosaikexpedition zu einem Podcast. Das ist jetzt aber nicht mit Antje Boetius. Ich habe einmal verlinkt zu 1, 2 oder 3, wo es noch ein paar Diskussionen gegeben hat, weil es natürlich wirklich unter aller Sau ist, dass man die Bälle nicht mit dem Kreise tauschen kann. ja, Und ich versuche wir sollten eine herauszufinden, Petition was. starten, dass man die Ja. Bälle wieder gegen Preise tauschen kann. Ja. Also ich würde bei 1, 2 oder 3 unter den aktuellen Umständen nicht mehr teilen. Würde natürlich auch nicht eingeladen werden. Aber ich frage mich, welchen Link meint Horsti zu einem Podcast von, verstehe ich irgendwas falsch? Ein Podcast zur Mosaikexpedition, welcher Link? Der ist mit Antje Nee, ein. er fragt, ob es einen gibt. Ach so, er fragt, nicht Ja. er hat einen. Ah. Ob's Ah, ich ein glaube, er meint den Film, von dem du gesprochen hast, die ZDF-Dokumentation, wo man, weißt du, wo die eingeschlossen waren im Eis. Das ist es mit Alexander Gerst. War das nicht in der ARD? War es das? Nee, das war Der also mit war. die Mosaikexpedition. Ist das? Davon habe ich geredet. Ja. Ach so. Ja. Ich meine die Dokumentation, die dahinter steckt. Also welche Dokumentation das war. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Horst die Mosaik-Expeditions-Dokumentation sucht. Horst, die fragt gerade, seht ihr die Links nicht? Nee, ich sehe keinen Link tatsächlich. Ich sehe auch keine Links. Ich sehe nur den 1, 2 oder 3 Link. Ich auch. Also ja, aber. Na toll, jetzt bin ich hier bei Chatty und ich sehe die Links nicht. Nee, ich sehe sie, ich bin bei Oh, Twitch dann und ich muss sehe ich. die Links nicht. Ja, ich bin bei Chatty. Ich bin Aber hier Bobman sagt, ich Stuff sehe auch keinen Link. 1. Oh nee. Haben wir Link posten verboten? Ich habe. Ich nicht. Ich auch nicht, vielleicht hat Ich André, habe vielleicht André es. das verboten. Wir schieben alles auf André, ist nicht da. Ja. Es muss André gewesen sein, der arme Mann. Es Ah, gibt super, hund ja. Horsti schickt Links in Discord. ja, sehr gut. Danke. Es gibt hundertprozentig Podcast zur Mosaikexpedition. Ja, mit Sicherheit. Es gibt auch, oh, mein Müdigkeitsfaktor wird höher. Es gibt auch eine ARD-Dokumentation, wo Alexander Gerst mit irgendwo in der, ich weiß es nicht, Arktis, Antarktis, da wo viel Schnee ist, da war der und daran kann ich mich noch erinnern. Ob die jetzt auch noch online ist, weiß ich nicht. Die fand ich aber auch interessant. Und da ist ja dann auch wieder der Zusammenhang, warum Aquanauten und Astronauten so ähnlich heißen. Weil die eben unter Bedingungen leben, wo andere eventuell überhaupt nicht in der Nähe sind und in kleinen Gruppen und unwirtliche Umgebung normalerweise, nicht für die Menschen gemachte Umgebung als normales Habitat. So interpretiere ich das zumindest. Aquanauten, Astronauten. Ja, ich weiß nicht, wofür Nauten Deswegen hat ja steht. die NASA den, das weiß ich auch nicht, Plural für die Menschen, die es tun. Aqua oder Astra halt. Bist du Astra oder Aqua? Ja. Kann heutzutage Ich leider auch noch falsch weiß nicht, verstehen. was ein Naut Ich weiß es auch nicht. Ja. Ja, nee, aber ich glaube, aber Ah. Antje war nicht auf der Mosaike-Expedition. Ich glaube, sie wäre sehr gerne da gewesen, aber
weil sie ist jetzt Direktorin und sie hat viel zu tun und jetzt ist es nicht mehr so mit Expedition, glaube ich. Das ist immer Ich das glaube, Problem. kann, ne? Ja, wenn du auf einmal in diese Verwaltungsebene Direktoren Du rauscht, steigst da hoch und dann dann. kann man die coolen Spaßsachen nicht mehr machen. Das ist echt lame. Deswegen Genau. nicht Karriere Ja. mehr. Es ist ja auch Karriere. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn die wichtigen Posten von Leuten besetzt sind, die sehr cool sind und entspannt und gut drauf und schöne Entscheidungen auch so, also sinnige Entscheidungen treffen, aber für die Einzelpersonen verkackt das den Spaß, ne? Deswegen ist Sylvia Earle ja auch wieder aus der NOAA rausgegangen als Chief Also Scientist ich muss auch und hat sich sagen, gesagt, fuck off. ich habe halt auch mit NOAA-Leuten schon gearbeitet und war auch schon bei dem in dem ihrem Headquarter und so. Und da weht schon ein anderes Lüftchen, ne? Also ich meine, abgesehen von dem ganzen Security, bis du da reinkommst, aber da ist auch so die Hierarchie da, ist echt krass. So, also wie alle da und dann kommt der Chef und alle sind so voll so, also da das fand ich schon sehr befremdlich. Also das war ich auch nicht gewohnt. Das fand ich auch schon echt ganz schön krass. Also sehr oldschool Ja, Hierarchie orientiert. total, total. Und ich habe dann irgendwie auch den General, den Oberchef kennengelernt, weil der zu uns in die Ausstellung kam. Und das war auch, der kam schon, also das war schon so wie so ein bisschen wie so ein König, der ankommt, ne? Der kam dann mit seinem Gefolge und sowas. Und alle waren auch wirklich so ein bisschen so. Das war schon echt weird. Also, ja, kenne ich nicht. Und ich meine, Ja. das haben wir schon auch in Deutschland tatsächlich, wenn da irgendwie die Ministerin kommt oder der Minister, dann sind schon auch aus dem ihren Gefolge sind schon auch alle so ein bisschen so. Aber. Ist nicht ganz so obrigkeitsdenkend hier, oder? Nee, und ich habe auch immer das Gefühl, Politiker werden hier in Deutschland nicht so angehimmelt wie in den USA. Ja. Achso, ja, die NOAA ist die National Oceanographic and Atmosphere Agency und ja, genau, und gehört zur Ministry of Commerce, also Handels. Handelsministerium in den USA. Ja, die machen auch ganz interessante Sachen. Also wir haben uns schon öfter mal bei denen bedient, weil sie die Satellitenfotos von Sauerstoffgehalt im Ozean und Temperaturen zum Beispiel veröffentlichen. Genau, also die NOAA kann man sich ein bisschen vorstellen wie die NASA, bloß mit, weil die NASA kennt jeder, bloß mit Ozean und Klima und Wetter und so. Also die machen krasse Wetterkarten, die haben auch ganz viele Satelliten, die machen super viele Projekte, die haben überall Stationen, Institute und so. Also das ist wirklich ein ganz sehr großer und sehr wichtiger Verein. Aber wenn du halt da wirklich irgendwie oben in der Zentrale sitzt. Also ich glaube, in den Instituten ist das schon okay, aber wenn du da in der Zentrale sitzt, da ist das schon alles, Ja. alle mit Anzügen und so. Ja, wenn du halt super idealistisch da reingehst und du kommst aus der Wissenschaft und du weißt genau, wie wissenschaftliches Arbeiten geht und Fakten prüfen und dann bestmöglich handeln und dann sitzt du da in so einem Handelsfischereiausschuss, ja, den es ums Geld geht und fragst, was ist eigentlich mit dem Thunfisch? Wir sind hier kurz vor der Überfischung. Dann hast du halt die Arschkarte gezogen, weil da geht es dann eben nicht um die Wissenschaft, sondern darum, da geht es um die Kohle. Ja. So. Voll. Auch wenn du der Chief Scientist bist. Fuck. Ja. Ich finde es auch interessant, dass sie da einfach wieder rausgegangen sind. Also einfach war es mit Sicherheit nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass Leute, die so ethisch-moralische Ansprüche haben, sich, wenn sie den Posten angeboten bekommen, schon überlegen. Also sie war vorher auch, also die Sylvia Earle war auch in den 80ern schon mal bei der NOAA, aber eben nicht als Chief Scientist. Die hat das schon mal reingeschnuppert. Und hat sich dann dafür entschieden, hat wahrscheinlich gedacht, ich kann da was erreichen, ist dann da reingegangen und wurde dann quasi kaltgestellt, so was einige Entscheidungen betrifft. Einfach, ich kenne das auch aus großen Unternehmen. Ich habe früher auch in größeren Unternehmen und Konzernen gearbeitet, in der Wirtschaft. Und das, ja, da passt nicht jede Nase rein. Und dann hat man ein Problem. Das ist sehr schade, wenn man so klug und belesen ist und Fakten präsentieren kann und dann alle sagen, ja, wollen wir nicht hören. Ja. Vielen Dank, aber uns geht es ums Geld.
Das sagen die natürlich nicht so. Aber die meinen das. Bobmanstuff schreibt gerade, verwunderlich, dass man so wenig von der NOAA hört als von der NASA, dass man weniger von der NOAA hört als von der NASA, obwohl die Veröffentlichungen wahrscheinlich teilweise von größerer Bedeutung sind. Ja, hast du vollkommen recht. Aber es ist halt, ich meine, mehr ist schon auch sexy, aber es ist halt nicht ganz so sexy wie Raketen und Roboter auf den Mars schicken, was natürlich fraglich ist, ob das wirklich wichtig ist für uns. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen einfach, liegt einfach am Interesse von den Menschen, dass sie das irgendwie spannender finden. Oder daran, dass wir es zu schlecht verkaufen. Ja, Marketing ist alles, würde ich mal sagen. Ne? Das ist irgendwie total bescheuert. Belana, also, tschüss. Schönen Abend. Ich glaube, wir... Ja, schön, dass du da warst, Belana. Ja, es ist... Das hat, glaube ich, Sylvia Earle auch mehrfach gesagt in den Sachen, die ich mir durchgelesen habe oder gesehen habe, dass die Bedeutung der Meere für uns eigentlich größer, also man weiß mehr von den Oberflächen von fremden Planeten, als was sich unter der Wasserlinie abspielt. Und das Meer sieht immer gleich aus, egal wie schlecht es ihm geht, es sei denn, da hängt gerade so ein Ölfilter oder ein Ölschimmer drüber. Ja. Ja, Bob und Stuff, wir müssen sagen, unser Stream ist normalerweise anders. Nur kurz für dich zur Info. Normalerweise haben wir gutes Internet und gutes Video, also zumindest einigermaßen. Und eigentlich streamen wir Spiele, also Meeresspiele, und erzählen dazu auch Meeresthemen. Aber weil unser Technikmensch heute leider nicht ganz spontan nicht konnte, mussten wir das so lösen. Also beim nächsten Mal haben wir wieder, schaut das alles wieder besser aus. Genau, es ist nicht nur unser Technikmensch, sondern unser dritter Wissenschaftler im Bunde, nämlich ein Physiker namens... macht nichts, es macht nichts. Es ist heute Weltfrauentag, Jules. Ach, so what? André, tschüss, André Olaf, kommt damit Abend. Klar. Ja, schön, dass ihr da wart. Genau, normalerweise sind wir zu dritt und wir streamen Spiele, und ganz ursprünglich sind wir auf der Straße unterwegs, was gerade nicht geht. Wir sind sonst drei Wissenschaftler, eine Dugong-Handpuppe und ein Schild, und wir haben Experimente dabei. Und weil unsere Stream-Upload-Aktion aus Bremen so bescheiden ist heute, weil es eben spontan ist, gibt es diesmal kein Experiment, weil es visuell wäre. Wir brauchen auch das kann man so Petition nicht für besseres Internet in Bremen. Oh ja. Welchen, wollen wir über die NOAA gehen? Die haben das bestimmt im Blick. Atmospheric, sag ich mal. Ja, vielleicht ein Satellit. Ja, bestimmt so ein Ja, die machen so einen stationären Satelliten über Bremen und dann streamen die runter für dich. Das wäre ganz geil. Ja, aber normalerweise ist es ein bisschen anders. Also wir haben schon diverse Spiele gestreamt, kann man sich auch später noch angucken. Ah, Bob okay. Stuff kennt das auch von... Ah, der kennt es von YouTube. Ja, auf YouTube. Ach, danke. So. Ja, dann weißt du ja Bescheid. Das Geile bei Twitch, ja, der kennt sich aus. Ja, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Das wird nochmal eine Herausforderung. Wir sind uns, weil wir es jetzt zu zweit machen, nicht ganz sicher, wie wir dieses Video, was wir jetzt gerade die ganze Zeit streamen, wieder runterkriegen aus diesem Kanal. Vielleicht und dann auf YouTube. Vielleicht machen wir einfach nur den Audio... das Audio und machen dann machen den Audio über irgendwelche schönen Fischvideos. Dann sieht man es nicht ruckeln. Ich habe auch noch ein paar Ozeanvideos von Gran Canaria dabei. Ja, also nicht von Unterwasser, wie du weißt, weil die Rollei Unterwasser-Action-Cam ja bescheiden war und gar nicht funktioniert hat, die ich da hatte. Aber ich habe Überwasserfotos. Vielen Dank, Horsi, für den Tipp. Wir machen ein Audio mit dem Bild der Vase. Oh, die Vase mit den wunderschönen Tulpen. Ja. Ich weiß nicht, dann muss ich schnell ein Foto machen, weil ich glaube, morgen... Nee, bitte mach. Du kannst ja ein Standfoto da rausschneiden, aus Twitch im schlimmsten Fall. Ich habe jetzt auch mein Boden... Aber haben wir noch irgendwas, Jules? Mein Boden ist jetzt voll mit vergammelten Blütenblättern, weil die gerade alle abgefallen sind, als ich die Vase rübergetan habe. Vergammelte Blütenblätter sagen. Das muss man ein bisschen besser irgendwie so marketingmäßig. Reife. So wie Rosenblätter. Gereifte. Reif, ja. Gereifte Tulpenblätter.
Ja, wir haben reife Blütenblätter, so ähnlich wie Rosenblätter, im WG-Zimmer in Bremen Nord mit extrem schlechtem Internet. Ist es Bremen Nord? Nein, Keine Ahnung. nein, ich wohne noch nicht in Bremen Nord. Nein, nein, das ist Bremen. Also, so Bremen, Bremen. Welche Bremen denn? Bremen Bremen, Mitte. Bremen. Bremen, Bremen. Mitte Bremen. Bremen, Bremen. Ja, also immer noch Vorort von Hamburg. Wird nicht besser. Aber dafür noch in der ersten Bundesliga. Burn. Don't care. Mal gucken, wie lang noch, aber. Nee, ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Ja, ich kann zu Fußball so gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, haben wir irgendwie noch irgendwas, was wir heute loswerden wollten? Nee. Also das Experiment fällt wegen Video weg, also wegen Bildqualität weg. Die Videos, die wir zu den Leuten zeigen wollten, also zu Anja und zu Silvia, fallen weg wegen Upstreaming-Qualität. Nee, ich glaube, wir sind Ja. durch. Ja, ich glaube, Aber wir haben zwei Meereswissenschaftlerinnen vorgestellt, ne? ja, Am Weltfrauentag. eine ausgiebig. Und Und Dugong-Orakel gemacht. stimmt. Und ja, auf jeden Fall, das Experiment ist total cool. Das mache ich beim nächsten Mal. Ja, wenn wir wieder aus Brandenburg streamen bei André, wo das Internet besser ist. Oder ich arbeite mich nochmal ein und hoffe, dass es aus Hamburg auch besser ist. Also Bremen hat bis jetzt den Lowest Standard, sag ich mal. Da Spinne muss raus. Gott noch mal eine Wolke Das ist runterschicken, so eine Streaming-Wolke. meine Streamer-Karriere, das wird hier nichts. Ich glaube, Mach nichts, du warst bei das 1, ist. 2 oder Oh 3. mein Gott, wenn das die Influencer hören, dann kommen sie nicht nach Bremen. Hast du die Böhmermann-Folge gesehen vor 2 Wochen? Nee. Nein, habe ich nicht. Da Böhmermann war ich hat. noch auf Gran Canaria. Achso, ja, weil die ganzen Influencer ziehen ja nach Dubai, und um Steuern zu sparen und so. Und dann hat er versucht, so Bremen anzuwerben, dass die Influencer noch nach Bremen gehen sollen. Aber wenn die jetzt erfahren, dass das Internet hier so scheiße ist, dann kommen die nicht. Also, pscht, Leute, Nee. pscht. Aber das gleiche Thema hatte ich auf Gran Canaria. Da war mein Internet nämlich auch meistens schlecht. Und da haben die Tourismusleute auch gedacht, sie wollen jetzt Influencer nach Gran Canaria holen. Und für mich hat es auf jeden Fall nicht gewirkt. Ich bin wieder in Hamburg. Aber ich bin mir sicher, irgendwo auf Gran Canaria ist das Internet auch gut. Ich hatte ja auch gute Zeiten Das stimmt, das war da. nicht immer Also okay. streamingmäßig. Es war okay. Ich hatte zwischendurch auch echt miserable Zeiten. Und immer wenn ich mit euch gestreamt habe, bin ich extra an den einen Ort, den ich kannte, gefahren, wo das Internet, nachdem der Techniker Anfang Januar da war, wieder funktioniert hat. Also es war extra mit Techniker anrufen und so, ne? Orange Spain, sage ich nur. Ja, aber Okay, ich glaube, dann würde ich sagen, meeresmäßig sind wir durch. ja, dann würde ich sagen, Du es kannst. ist auch 10 nach 10. Sind wir durch, ne? Ja. 10 nach 10. Wir haben 2 Stunden für zwei Meeresforscherinnen gebraucht. Stell mal vor, André wäre dabei gewesen und hätte auch noch was gesagt. Unmöglich. Beim nächsten Mal geht es weiter. Wir wissen noch nicht wann, wir müssen das mit André abstimmen. Das werden wir dann in den nächsten Tagen veröffentlichen auf unseren ganzen wahnsinnigen Social Media Kanälen, die wir als Wissenschaftsinfluencer zu bedienen wissen oder auch nicht. Aber wir teilen das auf jeden Fall mit euch. Alles klar, dann schön, dass ihr da wart und trotz der beschissenen Bildqualität dabei geblieben seid. Ich würde mal sagen, wir wünschen euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und alle anderen, die es sich jetzt nicht angehört haben, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Podcast mit uns. Auf Wiedersehen. Tschüssi.